Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zu unserem Webinar Urlaub und Überstunden richtig regeln. Mein Name ist Lars Bürger-Jansing. Ich bin jetzt seit gut 10 Jahren Rechtsanwalt. Seit 2015 bin ich in der Kanzlei Wittig und Ünalp, Fachanwalt für Arbeitsrecht und als solcher Teamleiter eines Teams mehrerer Rechtsanwälte und in der Vertretung hauptsächlich von Arbeitgebern betreut. Und genau, ich habe heute auch jemanden mitgebracht. Sie haben ihn auch im Vorlauf wahrscheinlich schon gehört und auch gesehen. Wenn du dich auch kurz vorstellen magst. Na klar. Mein Name ist Christian Müller. Ich bin auch Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wittig-Ünalp, arbeite im Team von Herrn Ernsing, bin seit 2020 hier in der Kanzlei und mache vorwiegend auch die Arbeitgebervertretung im Team von Herrn Ernsing. Genau. Wir sind hier am Standort Bremen, das wollte ich noch ergänzen. Ich glaube, es sind ja auch bundesweit jetzt Teilnehmer dabei. Normalerweise, und wir freuen uns, dass wir es hoffentlich bald demnächst wieder machen können, finden diese Veranstaltungen ja in Präsenz statt. Nun eben hier über YouTube und über unseren YouTube-Kanal. Und damit die Technik auch gut läuft, ich hatte es ja schon angekündigt, sitzt Max Wittig hinter dem Mischpult und erklärt, glaube ich, nochmal 3 Dinge zum Chat und wie Sie auch hier teilnehmen können, damit, falls Fragen da sind, Sie eben die auch stellen können und die auch gleich beantwortet werden können. Ja, danke. Auch ich begrüße alle ganz herzlich zum Webinar. Man kann über den Chat Fragen stellen, also über den YouTube-Chat. Dafür braucht man einen Gmail-Account. Hat man den nicht, kann man den Chat nicht nutzen, kann nur zuhören und zusehen. Deshalb kann man auch E-Mails schreiben an wittig@ra-wittig.de. Kerstin, kannst du das dann nochmal reinschreiben in den Chat, damit alle die E-Mail-Adresse dann auch haben? Pause machen wir nicht, so habe ich das verstanden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Webinar. Ja, vielen Dank, Max. Genau, Urlaub und Überstunden richtig regeln. Urlaub und Überstunden, das kennen die meisten von Ihnen. Da werden alle sagen, ja, Urlaub, das wird genommen, das haben wir im Blick. Überstunden, das regeln wir auch irgendwie. Warum ist das jetzt heute doch Thema unseres Webinars? Ganz einfach, weil Arbeitsrecht ist recht dynamisch. Es verändert sich immer viel durch Rechtsprechung und dergleichen. Und gerade im Urlaubsrecht ist einiges passiert, aber auch bei den Überstunden brandaktuell. Und da wollen wir einfach Sie auch mal darüber informieren. Nehmen wir mal folgenden Fall. Sie haben in Ihren Arbeitsverträgen drin stehen, der Arbeitnehmer erhält 30 Tage Urlaub im Jahr. Mehr nicht. Mehr steht da nicht drin. Und dann haben wir einen Arbeitnehmer, der ist ja privat, Typ Einzelgänger, macht wenig, ist ganz engagiert, arbeitet immer gerne, nimmt aber nicht viel Urlaub. Und das macht er jahrelang. Und dann haben wir so 5, 6 Jahre im Land und er hat eigentlich kaum Urlaub genommen. Ne, 6 Jahre mal 30 sind wir bei 180 Urlaubstagen, davon hat er ein paar genommen. Und naja, am Ende, wie es dann so ist, gar kein Streit, aber es knirscht ein bisschen, man trennt sich und dann fällt ihm auf, ich habe ja nie meinen Urlaub genommen. Und dann macht er auch mal knapp ein halbes Jahresgehalt geltend und will das von Ihnen haben, bezahlt. Und wenn Sie dann die falschen Regelungen drin haben oder sich auch falsch verhalten haben, dann kann das nach aktueller Rechtsprechung recht doof werden, weil dann müssen Sie das zahlen. Oder der Fall, Sie haben jemanden, der ist ja sehr lange krank, über mehrere Jahre. Ne, und der hat auch 30 Tage im Jahr. Was passiert eigentlich damit? Müssen Sie das alles zahlen? Das wäre blöd. Oder auch Klassiker, Elternzeit. Ne, kriegt das erste Kind, die Frau nimmt Elternzeit oder auch der Mann, dann kommt das zweite hinterher, man hat wieder mehrere Jahre und da läuft Urlaub. Und dann, vielleicht trennt man sich dann doch irgendwann und dann ist der Urlaub immer noch da. Und wie Sie damit umgehen und wie Sie damit auch richtig umgehen, das wollen wir Ihnen heute an die Hand geben und wollen wir eben auch besprechen. Und damit Sie dann am Ende eben auch wissen, wie man das richtig macht. Und wir Juristen müssen uns ja mal annähern, wo steht eigentlich was? Ne? Also wie kann ich etwas regeln und wo muss ich hingucken? Ne? Wer weiß, wo es steht? Und in der Juristerei ist es eben so, wir haben eine Normpyramide. Ne? Ich muss es einmal kurz anfangen. Ganz oben steht immer EU. Ja? Dann haben wir das Grundgesetz als Rangfolge, die Bundesgesetze, machen wir hier mal mit WG, kommen dann zu ja, Rechtsverordnung, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Arbeitsvertrag. So. Warum Pyramide? Weil das Ganze kann man so schön zeichnen. Ich hatte angekündigt, meine Handschrift ist nicht sehr schön, aber wir haben eben hier diese Pyramide. So. Und ober sticht unter ist erstmal das Prinzip, wir haben das Rangfolgeprinzip. Es gilt also,
Was da irgendwo steht, ist entscheidend. Rangfolge. So. Das heißt, wenn die EU-Richtlinie, und da ist eben eine entscheidende, die 2388 EG, wenn da was drinsteht, dann sticht das erstmal alles hier oben. Oder eben auch die Rechtsprechung vom EuGH. Wir haben aber natürlich auch das Bundesurlaubsgesetz auf dieser Ebene. Da steht dann eben auch drin, was in Deutschland eben gilt an Urlaubsansprüchen und wie man den gestalten kann. Das ganze Ding hat aber nur 16 Paragraphen und ist auch relativ alt. Nun haben wir gesagt, Ober sticht unter. Es gibt aber eben auch in Tarifverträgen, in Betriebsvereinbarungen unter Umständen oder im Arbeitsvertrag individuelle Regelungen, die auch etwas zum Urlaub sagen können. Da sticht aber nicht Ober unter, sondern wir haben noch ein weiteres Prinzip, das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sehen kann. Günstigkeit. Das heißt, wenn Sie hier mehr gewähren, als zum Beispiel im Bundesurlaubsgesetz geregelt ist, dann ist das zulässig. Was Sie nicht dürfen, ist eben weniger regeln, als im Bundesurlaubsgesetz möglich ist. Bevor wir dann zu den Fällen kommen, ja, die ich eben schon skizziert habe mit dem kleinen Drohszenario, dass da viel Geld eben ja, für Sie drin ist oder auch für den Arbeitnehmer, müssen wir aber uns mal ein bisschen annähern, was ist Urlaub? Ganz klar, Urlaub ist eben die Zeit, in der ich einen Arbeitnehmer von der Erbringung seiner Leistungspflicht freistelle und ihn aber eben weiter bezahle. Ja, der Urlaub soll dazu dienen, dass der Arbeitnehmer sich erholen kann, Erholungsurlaub, und seine Leistungsfähigkeit wiederherstellt. Wie ich schon sagte, Urlaub, der gesetzliche Urlaub darf nicht unterstritten werden. Das ist ganz wichtig. Sie müssen für sich jetzt als allererstes hinnehmen, Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz ist die Zeit, die ich nicht unterschreiten darf, also der Anspruch, dem ich den Arbeitnehmer gewähren muss. Einzelvertraglich kann ich andere Geschichten regeln, und wenn ich ihm nämlich mehr gewähre, denn ich gehe davon aus, Sie werden nicht alle nur den gesetzlichen Mindesturlaub Ihren Arbeitnehmern gewähren, sondern auch vielleicht darüber etwas hinaus. Wie ich schon sagte, ne, Beispielsfall, Arbeitnehmer hat 30 Urlaubstage. Das bedeutet, für möglichen Verfallfristen, für Abgeltungsgeschichten beim gesetzlichen Mindesturlaub wenig handelbar, beim Zusatzurlaub schon. Und darauf werden wir dann eben nachher kommen, wenn wir dann eben sehen, was ist da möglich. Und beim Zusatzurlaub, beim übergesetzlichen, kann ich regeln, beim gesetzlichen Urlaub eben nicht. Dann kommen wir zu der Frage, was ist denn eigentlich gesetzlicher Mindesturlaub? Was ist das? Wie viel beträgt das? Im Bundesurlaubsgesetz steht 24 Werktage. Heißt, jeder Arbeitnehmer hat 24 Tage? Nein. 24 Werktage bezieht sich, das Gesetz ist von 1963, auf eine 6-Tage-Woche, Montag bis Samstag. Das heißt, wir haben 4 Wochen im Jahr gesetzlichen Urlaub. So kann man es runterbrechen. Und natürlich wird nicht jeder Arbeitnehmer bei Ihnen 6 Tage die Woche arbeiten, sondern eben in der Regel 5. Manche eben ja auch in Teilzeit oder weniger, auch an weniger Werktagen. Und da kommen wir dann mal zu der Frage, wie hoch berechnet ist denn jetzt immer der Urlaub Ihres einzelnen Arbeitnehmers bei entsprechender Arbeitsleistung in den entsprechenden Wochentagen. Und da wird uns Herr Müller, denke ich, jetzt noch was zu erzählen. Ja, also ganz wichtig ist mal, dass man das Prinzip versteht, dass die Anzahl der Urlaubstage beim gesetzlichen Mindesturlaub oder insgesamt einfach erstmal davon abhängt, wie viele Tage der Arbeitnehmer pro Woche arbeitet. Es ist also ganz egal, wie viele Stunden der pro Tag arbeitet, wenn der nur 1 oder 2 Stunden arbeitet und der andere 8 Stunden pro Tag, dann können die die gleiche Anzahl an Urlaubstagen haben, wenn sie denn die gleiche Anzahl an Wochenarbeitstagen haben. Also man kann das mal ganz einfach runterbrechen. Wenn ich 24 Urlaubstage pro Jahr habe bei 6 Werktagen, dann dividiert man das Ganze einfach, also 24 Urlaubstage pro Jahr durch 6 Werktage. Ergibt also die 4 Urlaubstage im Jahr pro Wochenarbeitstag. Also für jeden Tag, den der Arbeitnehmer bei Ihnen pro Woche arbeitet, in der Woche hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 4 gesetzliche Urlaubstage pro Jahr. Man kann also die ganz einfache Berechnung aufmachen. Man nimmt die Anzahl der Wochenarbeitstage und multipliziert die mit 4 und kommt dann
zu der jährlichen Anzahl an gesetzlichen Mindesturlaub. Damit Sie das aber nicht immer ausrechnen müssen, haben wir auch im Skript später eine Tabelle für Sie. Bei einer 5-Tage-Woche haben Sie also 20 Urlaubstage, bei einer 4-Tage-Woche 16 Urlaubstage, bei einer 3-Tage-Woche 12, bei einer 2-Tage-Woche 8 Urlaubstage pro Jahr und bei einer 1-Tage-Woche halt nur die 4 Urlaubstage pro Jahr. Jetzt ist es natürlich aber auch so, die Arbeitnehmer wechseln ja auch mal mitunter die Anzahl an Arbeitstagen im Jahr und da berechnet man das dann einfach nach den jeweiligen Abschnitten. Die Formel dafür wäre dann letztlich die Anzahl an Urlaubstagen pro Jahr geteilt durch 12 Monate multipliziert mit der Anzahl an Beschäftigungsmonaten. So, und damit das jetzt nicht ganz so trocken ist, machen wir es einfach an einem Beispiel. Wir haben einen Arbeitnehmer, der arbeitet bis zum 1.9. in einer 5-Tage-Woche und oder bis zum 31.8. in einer 5-Tage-Woche, 1.1. bis 31.8., also insgesamt 8 Monate. Dementsprechend hätte der die 20 Urlaubstage im Jahr durch die 12 Monate, die ein Jahr hat, mal 8, ergäbe schließlich 13,36 Urlaubstage für den ersten Abschnitt. Und wenn der dann vom 1.9. an bis zum 31.12. nur noch in einer 4-Tage-Woche arbeitet, dann würde man entsprechend hier oben 16 durch 12 mal 4 Monate vom 1.9. bis 31.12. käme dann auf 5 Tage Urlaub. Also hätte der Arbeitnehmer in dem Jahr insgesamt Anspruch auf 18 Tage Urlaub. Was ganz wichtig ist, Sie kriegen da mal ungerade Zahlen raus. Da wird dann auf- und abgerundet, ab 0,5 aufgerundet, ab 0,5 abgerundet. Denn das Urlaubsrecht kennt keine halben Urlaubstage oder anteilige Urlaubstage. Ist auch wichtig zu wissen, denn beispielsweise in der Praxis weit verbreitet auch Silvester, Weihnachten halbe Urlaubstage zu gewähren. Das geht nicht. Das reduziert den Anspruch des Arbeitnehmers auf seinen Urlaub nicht. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn es die ganze Zeit geklappt hat, wo kein Kläger, da kein Richter, muss erstmal einer drauf kommen. Ich habe da glatt noch eine Frage dazu. Das glaube ich aber, das wisst ihr nicht, weil ich weiß es auch nicht. Das ist ein ganz aktueller Fall. Ich bin schon am Nachdenken und am Ausknobeln, habe schon den einen oder anderen Kollegen mal gefragt, da kann ich euch einfach mal überraschen. Wenn jetzt jemand vorher 5 Tage die Woche gearbeitet hat, 8 Stunden am Tag, ändert jetzt seine Arbeitstage auf 4, arbeitet aber dafür 10 Stunden am Tag, dann ist ja die Frage, wie man das mit den Urlaubstagen berechnet. Denn wenn ich vorher die Urlaubszeit berechne, so wie ihr jetzt hier, habt ihr 13 Urlaubstage, aber bezogen auf eine 8-Stunden-Woche, also auf einen 8-Stunden-Tag. Ja, wenn der jetzt 13 Tage Urlaub hat, bezogen auf einen 8-Stunden-Tag, jetzt arbeitet in Zukunft aber 10 Stunden, dann kann er ja plötzlich 10 Stunden frei machen, 13 Tage lang, kriegt ja auch Geld für 10 Stunden. Er hat sich aber ja nur für die 13 Tage auf eine 8-Stunden-Tätigkeit. Und ich bin der Meinung, man muss es auf Stunden letztlich nachher umrechnen und nicht auf Tagen. Also um es mal krass zu machen, der hätte vorher nur eine Stunde gearbeitet am Tag und jetzt 10 Stunden. Ja, dann ist ja, wenn er einen Tag vorher frei gekriegt hat, hätte er halt eine Stunde frei gekriegt. Wenn er jetzt einen 10-Stunden-Tag arbeitet, dann bekommt er jetzt plötzlich 10 Tage frei oder 10 Stunden frei. Also das ist dann nochmal ein bisschen kritisch. Kommen wir eigentlich noch zu später beim Urlaubsentgelt, denn da wird es meines Erachtens relevant, nicht bei der Anzahl der Urlaubstage, sondern bei der Höhe des Urlaubsentgelts, das ich bekomme. Aber das würde ich jetzt nicht vorwegnehmen,
sondern machen wir gerne später. Wenn ihr dazu nachher noch kommt, ist ja wunderbar, dann hätte ich gleich mal dich fragen sollen in meinem aktuellen Fall. Gut, dass ich hier im Seminar bin, es freut mich. Danke. Weiter. Ja, dann haben wir jetzt gerade die Berechnung Zeitabschnitte. Können Sie auch gerne nochmal im Skript, da sind die Formeln auch nochmal drin, nachschauen, auch die Tabelle. Und jetzt nochmal, gibt es eigentlich Besonderheiten, Birger, bei der Anzahl der Urlaubstage für bestimmte Arbeitnehmergruppen? Genau, es gilt grundsätzlich, hast du ja gesagt, für jeden Arbeitnehmer. Es gibt aber Arbeitnehmergruppen, die bekommen mehr Urlaub. Das sind einmal die schwerbehinderten Menschen. Schwerbehinderte Menschen sind die, die eben einen Grad der Behinderung von mindestens 50 aufweisen. Die bekommen einen Sonderurlaub, bei einer 5-Tage-Woche wieder 5 Urlaubstage zusätzlich, bei einer 6-Tage-Woche 6 Urlaubstage zusätzlich. Der Zusatzurlaub wird gewährt zu dem bestehenden Urlaubssystem, heißt zum gesetzlichen Mindesturlaub und auch zu dem zusätzlichen vertraglichen Urlaub. Das heißt, wenn Sie einem Arbeitnehmer, wieder unser Beispiel, 30 Urlaubstage gewähren, sind das bei einer 5-Tage-Woche 20 Urlaubstage gesetzlicher Mindesturlaub plus 10 Tage zusätzlichen vertraglichen Urlaub. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, jetzt erfahren Sie, der Arbeitnehmer ist eben schwerbehindert, er bekommt 5 Tage mehr, können Sie leider nicht sagen, ja cool, ich habe ja 30, 5, da sind die 5 mit drin, sind es halt nur noch 5 zusätzlich, die ich gewähre pro Vertrag, also im Vertrag. Das ist nicht möglich, das sagt das Bundesarbeitsgericht, nein, da erfährt keine Anrechnung, die gibt es on top. Das hieße in unserem Beispielsfall 35 Urlaubstage für den Arbeitnehmer. Da auch dann noch zu angemerkt, das gilt nur für schwerbehinderte Menschen, es gilt nicht für die Gleichgestellten. Also da wirklich nur die Arbeitnehmer, die einen Grad der Behinderung von 50 haben. Ja, und nur, dass Sie es auch gehört haben, auch bei Jugendlichen gibt es mehr Urlaub. Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht eben vor, dass Jugendliche, die zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 16 Jahre alt sind, mindestens 30 Werktage Urlaub haben. Die noch keine 17 Jahre alt sind beim Beginn des Kalenderjahres, kriegen 27 Werktage und die noch keine 18 sind, dann eben 25. Das können Sie aber auch in dem Skript dann nachlesen, falls Sie entsprechende Jugendliche beschäftigen. Jetzt haben wir ja schon gehört, wie hoch der ganze Urlaubsanspruch ist, aber wann entsteht denn eigentlich dieser Urlaubsanspruch? Und wer bekommt denn auch den vollen Urlaubsanspruch wann? Und da gebe ich dann wieder rüber. Sehr gerne. Grundsätzlich ist mal mit einem Irrglauben, muss mal ein Irrglaube aufgeräumt werden. Und zwar betrifft das geringfügig Beschäftigte, weil die haben auch einen Anspruch auf Urlaub. Also grundsätzlich gilt das Bundesurlaubsgesetz für alle Arbeitnehmer, also auch für Aushilfen oder geringfügig Beschäftigte. Der volle Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers besteht erst nach einer 6-monatigen Wartezeit. Also beginnt der Arbeitnehmer am 1.1. zu arbeiten, dann muss er erstmal 6 Monate absolvieren und hätte dann am 1.7. erstmalig seinen vollen Jahresurlaubsanspruch. Wenn das Arbeitsverhältnis allerdings innerhalb der Wartezeit endet, dann hat er nur anteiligen Anspruch auf Urlaub. Und dann macht man es eigentlich nach der Formel, die wir schon hatten, aber wir können die hier gerne nochmal aufschreiben. Das sind dann die Anzahl an Urlaubstagen pro Jahr. Wir gehen jetzt mal wieder von einer 6-Tage-Woche aus. 24 Urlaubstage wären es da im Jahr durch die Anzahl der Monate, die das Jahr hat. Das sind 12 jedes Jahr. Und wir multiplizieren das mit der Anzahl an Beschäftigungsmonaten, die er beschäftigt war, der Arbeitnehmer. Nehmen wir hier mal 4 Monate, sagen wir mal, der hat 4 Monate gearbeitet, dann hätte der 8 Tage Anspruch auf Urlaub, wenn er vor der Wartezeit ausscheidet. Bei der Wartezeit möchte ich noch einen kurzen Beispielsfall machen. Wir nehmen mal an, der Arbeitnehmer fängt an, am 1.4. bei Ihnen zu arbeiten und arbeitet dann bis zum 30.9. nur, scheidet dann aus. Vom 1.4. bis zum 30.9. wären genau 6 Monate. Jetzt hat der Arbeitnehmer noch keinen Anspruch auf seinen vollen Urlaub, sondern nur auf 6/12 seines Jahresurlaubs, denn der volle Urlaubsanspruch besteht erst nach Ablauf
der 6 Monate, also in unserem konkreten Fall am 1.10. Das ist immer relevant bei der Probezeitkündigung, wenn Sie die voll ausschöpfen, die 6 Monate, und zum Ende der 6 Monate kündigen, dann hat der Arbeitnehmer nur Anspruch auf seinen Teilurlaub. Aber mal die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man das Arbeitsverhältnis im Jahr irgendwann beendet? Wie verhält sich das mit dem Urlaub dann, Birger? Genau, wenn Sie das Arbeitsverhältnis beenden, dann beenden Sie das ja meist nicht zum 31.12., sondern im laufenden Kalenderjahr. Und da findet eben auch das sogenannte Zwölftelungsprinzip Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis bis zum 30.06. eines jeden Jahres beendet wird, heißt in der ersten Jahreshälfte, hat zur Folge, dass dann eben der volle Jahresurlaub dann zu gewähren ist, wenn man eben erst in der zweiten Jahreshälfte das Arbeitsverhältnis beendet. Wann ist das relevant oder wann kann das relevant sein? Das ist immer eigentlich dann auch nochmal zu beachten von Ihnen, wenn Sie eben den Fall haben, ja, Sie möchten sich von jemandem trennen und wissen nicht genau, wie das funktionieren soll und so weiter. Und dann muss man ja doch mal eine Strategie entwickeln, vielleicht auch mit uns gemeinsam. Und dann sollte man da natürlich auch mal drauf achten, dass man, wenn man vielleicht nicht die, ja, hat eine Kündigungsfrist von 1 Monat und ist irgendwann im März, dass man sofort das macht, sondern vielleicht mit einer längeren Frist. Da sollte man natürlich gucken, dass man die Frist nicht so lange nimmt, dass dann schon der volle Jahresurlaub entsteht, sondern dann kann man auch entsprechend strategisch vorgehen und schauen, dass man dann natürlich nicht den vollen Jahresurlaubsanspruch entstehen lässt. Dann auch relevant, wenn eben der Urlaubsanspruch nicht durch eine mögliche Freistellung oder dergleichen, ja, genommen werden kann oder auch verrechnet werden kann. Das wäre natürlich dann immer blöd, wenn Sie dann da, ja, das nicht auf dem Schirm haben und den vollen Jahresurlaubsanspruch zahlen müssen. Das macht doch einiges aus, ne? Wenn Sie zum 30.06. beenden, den halben Jahresurlaubsanspruch erfüllen müssen statt des Ganzen. Auch mal die Frage, ich weiß nicht, ob das wer von Ihnen macht oder auch schon gehört hat, das Bundesurlaubsgesetz sieht eben vor, dass Sie eine sogenannte Urlaubsbescheinigung erstellen müssen. Darauf hat der Arbeitnehmer Anspruch. Einfach eine Bescheinigung, dass dass Urlaub gewährt worden ist vom Arbeitgeber und in welcher Höhe. Und der neue Arbeitgeber, heißt beim Wechsel, kann vom Arbeitnehmer auch verlangen, dass er eine entsprechende Bescheinigung vorlegt. Und wenn er der Arbeitnehmer die nicht vorlegen kann, kann der Arbeitgeber die Urlaubsgewährung auch verweigern, bis er dann eben weiß, wie viel Urlaub denn da vorher genommen worden ist. Warum das Ganze? Weil das Bundesurlaubsgesetz eben vorsieht, dass keine Doppelansprüche erfüllt werden sollen. Ja, eben die Eingangsfrage, wer macht das von Ihnen? Macht das überhaupt jemand? Und ist das überhaupt sinnvoll, Christian? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, gibt es nur einen relevanten Fall, wo das sinnvoll werden kann. Wir können uns das ja mal anschauen. Wir machen mal die einzelnen Perspektiven. Ich stelle mir vor, ich bin der alte Arbeitgeber und stelle jetzt eine Urlaubsbescheinigung aus. Dann habe ich davon nichts außer Papierkram, weil ich habe den Urlaub schon gewährt und ob ich die ausstelle oder nicht, ich habe keinen Mehrwert. Dann Perspektive neuer Arbeitgeber. Ich habe da vielleicht einen Arbeitnehmer, frage den nach der Urlaubsbescheinigung und der kommt damit nicht rum. Dann müsste ich ihm vielleicht den Urlaub kürzen, aber wer will das machen? Ich habe irgendeinen Arbeitnehmer nun endlich angeworben. Wir haben Fachkräftemangel und sage dem dann, ja, nun hör mal, du kriegst bei mir den vollen Urlaub nicht, weil du hast keine Urlaubsbescheinigung vorgelegt oder du hast ja schon Urlaub bekommen bei deinem alten Arbeitgeber. Dann hat man sein neues Arbeitsverhältnis gleich schon belastet. Das macht meines Erachtens kaum Sinn. Wirklich Sinn macht es nur, wenn Sie der neue Arbeitgeber sind und Sie sprechen eine Probezeitkündigung beispielsweise aus oder möchten den halt schnell loswerden, den Arbeitnehmer. Da können Sie dann mal auf die Urlaubsbescheinigung pochen und mal fragen, wo die denn ist von dem alten Arbeitgeber. Da können Sie dann vielleicht tatsächlich noch bares Geld sparen. Jetzt würde ich auch mal dazu kommen, wie erfüllt und gewährt man eigentlich den gesetzlichen Urlaubsanspruch? Ich habe hier eine Handmeldung. Der Chef hat sich gemeldet. Danke. Ich habe hier Fragen. Ja. Und zwar, werden nur die gerundeten 2 Werte zusammen addiert? Wir waren vorher bei 12,8 Urlaubstage und bei 5,2, ist ja auch egal. Werden also die zusammen addiert, schon die gerundeten Tage?
oder wird erstmal ungerundet zusammenaddiert und dann am Ende gerundet? Ich meine, ich habe ja die Frage schon gelesen, das kann aber falsch sein, ich würde es am Ende runden, denn sonst müsste ich ja, wenn der jeden Monat eine andere Arbeitszeit hat, müsste ich ja jeden Monat runden und dann am Ende des Tages hätte ich dann die Anzahl der Monate. Also ich würde es... Ich würde es tatsächlich nach dem jeweiligen Abschnitt runden. Es waren ja hier nur zwei Abschnitte, die würde ich dann runden und dann würde ich es zusammenrechnen. Aber ehrlicherweise mache ich das immer so, dass ich da runde, wo es für mich am günstigsten ist, muss der Arbeitnehmer erstmal drauf kommen. Schöne Antwort, schöne Antwort. Also bitte so machen, wo es für Sie am besten rauskommt und dann gucken, ob es der Kunde, wollte ich gerade sagen, der Arbeitnehmer so auch akzeptiert. Dann eine nächste Frage. Darf der neue Arbeitgeber, das war jetzt zum Thema eben, darf der neue Arbeitgeber direkt auch beim alten Arbeitgeber nach dem genommenen Urlaub anfragen und darf der alte Arbeitgeber auch die Auskunft erteilen? Ja, Stichwort Datenschutz halte ich für schwierig. Müssen Sie auch gar nicht. Strategisch ist es nämlich so, Sie haben ein Zurückbehaltungsrecht, was den Urlaub angeht. Also wenn der Arbeitnehmer Ihnen diese Urlaubsbescheinigung nicht vorlegt, dann können Sie sagen, solange du mir diese Urlaubsbescheinigung nicht vorlegst, kriegst du auch von mir erstmal keinen Urlaub. Halte ich auch für richtig. Interessant ist halt, weil du, Christian, vorher gesagt hast, das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt einen neuen Arbeitnehmer einstelle, den gleich zu frustrieren, weil ich ihm den Urlaub nicht gebe. Aber andererseits ist es natürlich so, wenn ich einen neuen Arbeitnehmer einstelle, vielleicht im April, kann der zum April schon vom alten Arbeitgeber seinen kompletten Jahresurlaub genommen haben. Das kommt ja vor. Also wenn der dort 5 Jahre beschäftigt war, sagt er zu seinem Arbeitgeber, komm von Januar bis März nämlich frei, nehme meinen kompletten Jahresurlaub, kündige dann zum April. Und bei mir hätte er erneut ja einen ziemlich langen Urlaubsanspruch. Also hätte er fast 2 Jahresurlaube dann genommen. Das fände ich dann auch nicht fair. Und ich finde auch das mit dem Datenschutz, hast du völlig recht. Der alte Arbeitgeber kann sagen Datenschutz. Aber wenn man Arbeitgeber anruft, habe ich es nur selten erlebt, dass die sagen, ey, Datenschutz, ich sag dir nichts. Also das kann man schon probieren. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Aber gut, dann haben wir die Fragen erstmal beantwortet. Gute Antwort, also wie man am besten rechnet. Ja, das gefällt. Okay, weiter. Danke. Ja, wir waren bei der Erfüllung und Gewährung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs. Also grundsätzlich ist es so, dass man den Arbeitnehmer auf dessen Antrag hin freistellen muss von der Arbeit. Also der Arbeitnehmer stellt einen Urlaubsantrag und der gilt auch primär nur, wenn dringende betriebliche Belange dem Urlaubwunsch des Arbeitnehmers entgegenstehen oder die Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer. Dann muss man schauen, ob man das miteinander in Einklang bringen kann. Grundsätzlich gilt aber, nur wenn man die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers berücksichtigen muss, heißt das nicht, dass er sich selbst beurlauben kann. Geht ein Arbeitnehmer selbst im Urlaub, können Sie ihm gleich die fristlose Kündigung hinterherreichen. Das geht nämlich nicht. Was sind eigentlich dringende, entgegenstehende betriebliche Gründe? Mal praktisch gesagt, also das eine ist beispielsweise Unterbesetzung wegen eines besonders hohen Krankheitsstands oder unplanmäßig hohe Auftragslage, aber auch besonders arbeitsintensive branchenspezifische Zeiten, also im Einzelhandel, Weihnachtsschlussverkauf, am 24. Heiligabend gibt es keinen Urlaub. Ja? Das sind so dringende betriebliche Belange. Wenn Sie dann Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer haben, dann müssen Sie dann gucken, wem ist unter sozialen Gesichtspunkten eher der Urlaub zu gewähren. Da gucken Sie dann, hat der einen Partner, ist der Partner auf bestimmte Urlaubszeiten angewiesen, gibt es ein Kind, das nur in den Ferien Urlaub nehmen kann. Wann wurde diesem Arbeitnehmer oder wann wurde den Arbeitnehmern bislang Urlaub gewährt? Hat einer der Arbeitnehmer bisher immer Urlaub in den Ferien bekommen beispielsweise? Die Betriebszugehörigkeit kann eine Rolle spielen. Und auch die Anzahl der Urlaubstage, die ein Arbeitnehmer schon im Jahr bekommen hat. Also wenn einer im März schon 20 Urlaubstage genommen hat, dann kriegt der Vorrang, der beispielsweise erst 3 Urlaubstage bekommen hat.
Auch die Erholungsbedürftigkeit einzelner Arbeitnehmer kann eine Rolle spielen. Also wenn irgendjemand also richtig ackert, dann hat der eher ein Anrecht auf Urlaub als jemand, der eher eine leichte Tätigkeit ausführt. Ganz wichtiger Hinweis jetzt für alle Arbeitgeber bei Ihnen, die einen Betriebsrat haben. Wenn Sie einen Betriebsrat haben, ist Urlaub mitbestimmungspflichtig. Das gilt einmal für die Grundsätze des Urlaubsantrags beispielsweise. Also wann wer Urlaub nach welcher Maßgabe bekommt, beispielsweise, dass Eltern mit Kindern Vorrang genießen, das ist mitbestimmungspflichtig. Dann die Aufstellung des Urlaubsplans selber und wenn Sie sich mit Ihrem Arbeitnehmer nicht einigen können, auch im Einzelfall ist die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich. Also bei Betrieben mit Betriebsrat kein Urlaub ohne Zustimmung. Generell, wenn Sie Urlaub gewähren und Urlaub beantragt wird, machen Sie es immer förmlich, damit Sie erforderlichenfalls das nachweisen können, dass Urlaub beantragt wurde und auch Urlaub gewährt wurde. Jetzt haben wir die Entstehung und Erfüllung und Gewährung gemacht und vielleicht erzählt Birger uns mal ein bisschen was zu dem gesetzlichen Verfall von Urlaubsansprüchen. Genau, jetzt kommt eigentlich so der spannende Punkt, auf den ich schon ganz am Anfang hingewiesen habe. Wir erinnern uns, Arbeitnehmer ist lange nicht da oder hat keinen Urlaub genommen, ganz lange. Sammelt er jetzt jedes Jahr seinen Urlaubsanspruch an oder ist eine Regelung vorgesehen, dass dieser Urlaubsanspruch verfallen kann? Und ja, das Bundesurlaubsgesetz sagt in § 7, dass entsprechender gesetzlicher Mindesturlaub dann verfällt, nämlich am 31.12. eines jeden Jahres, wenn ich ihn nicht genommen habe. Ausnahme, es sind eben dringende betriebliche Gründe, die vorliegen oder eben in der Gründe in der Person des Arbeitnehmers. Liegen solche vor, überträgt sich der gesetzliche nicht genommene Urlaub eben in das Folgejahr und ist dann bis zum 31.03.2000 des Folgejahres zu nehmen. Das passiert, wie gesagt, kraft Gesetz. Allein der Wunsch des Arbeitnehmers zu sagen, oh, ich habe jetzt hier vielleicht noch 10 Urlaubstage offen und die möchte ich jetzt in diesem Jahr eigentlich nicht mehr nehmen, schaffe ich nicht mehr, möchte ich rübernehmen, das reicht nicht. Also wenn eben nicht die gesetzlichen Gründe vorliegen, zu denen wir gleich kommen, verfällt dann der Jahresurlaub grundsätzlich. Gründe, die eben dafür sprechen können, betriebliche Gründe sind zum Jahresende eben eine besonders arbeitsintensive Zeit, die die Anwesenheit des Arbeitnehmers erfordert. Wieder hier das Beispiel Weihnachtsschlussverkauf im Einzelhandel, da ist vielleicht dann klar, dass man dann keinen Urlaub nehmen kann. Oder eben auch gleichlaufend zu dem, was Herr Müller gerade gesagt hat, andere Arbeitnehmer haben bereits Urlaub gewährt bekommen, sodass dann eben nicht möglich ist, dass auch dieser Arbeitnehmer, der dann Urlaub begehrt, diesen bekommen kann, weil dann einfach keiner mehr da ist, der die Arbeit erledigt. Beispiele für die in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründe sind eben Erkrankung des Arbeitnehmers zum Jahresende, Klassiker. Jemand ist krank, dann kann er seinen Urlaub nicht nehmen, dann geht eben dieser Urlaub rüber. Wenn er natürlich vorher noch gesundet, dann könnte er ja auch in diesen Tagen dann noch Urlaub nehmen, dann wäre eigentlich auch wieder ein Verfallgrund da. Oder eben auch ein Grund, dass Sie den schon mal gehört haben, ist eben eine plötzliche Erkrankung eines nahen Angehörigen, mit dem der Urlaub eigentlich genommen werden sollte. Das ist auch anerkannt in der Rechtsprechung, dass dann gesagt werden kann, okay, dann kannst du deinen Urlaub nicht nehmen, dann geht er eben auch rüber, grundsätzlich. Dann geht er rüber. So, im Gesetz steht jetzt also, Urlaub verfällt zum 31.12. Leider ist das aber nicht die ganze Wahrheit, denn der Europäische Gerichtshof hat noch, schon fast historisch, in 2009 in der sogenannten Schulz-Hoff-Entscheidung entschieden, dass der Urlaubsanspruch dann nicht zum 31.03. des Folgejahres verfällt, wenn der Arbeitnehmer infolge einer Erkrankung an der Urlaubsannahme gehindert gewesen ist. Heißt, wenn er nicht kann, kann der Urlaub auch nicht zum 31.03. des Folgejahres verfallen. Das Bundesarbeitsgericht hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen, allerdings mit der Maßgabe, dass das nur den gesetzlichen Mindesturlaub betrifft und den Sonderurlaub für Schwerbehinderte. Den hatten wir ja vorhin. Tarif- oder einzelvertraglicher Zusatzurlaub ist von der Weitergewährung über den 31.03. hinaus nicht umfasst. Nun ist ja die Frage, heißt das, wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der einen ganz langen Zeitraum krank ist, sprich über mehrere Jahre, dass dann sich der gesamte Urlaub summiert, sie also jedes Jahr, weil er ihn ja nicht nehmen kann, damit rechnen müssen, dass der Urlaub nicht verfällt? Nein, dem ist nicht so. Ein paar Jahre später, nämlich im Jahr 2012, hat der EuGH in der sogenannten Schulte-Entscheidung gesagt, dass es eben eine zeitliche Befristung geben muss
Und auch hier hat sich das Bundesarbeitsgericht dem angeschlossen und hat dann eben gesagt, dass § 7 des Bundesurlaubsgesetzes so auszulegen ist, dass der Urlaubsanspruch dann eben nach 15 Monaten erst verfällt. Beispiel: Im Jahr 2020 erkrankt Ihr Arbeitnehmer und am 31.12.2020 verfällt also nicht der Urlaubsanspruch, sondern dann erst, wenn er dann im Jahr 2022, am 31.03.2022 immer noch krank sein sollte, dann wäre eben der Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2020 verfallen und wäre nicht mehr von Ihnen entweder dann nach Genesung zu gewähren oder eben abzugelten, falls der Urlaub nicht mehr genommen werden kann und das Arbeitsverhältnis vielleicht irgendwann endet. Heißt das jetzt, wenn die Voraussetzungen für eine Übertragung nicht vorliegen und der Arbeitnehmer seinen Urlaub nicht genommen hat, dass dann immer am 31.12., außer der Ausnahme, die wir gerade hatten, heißt Erkrankung, der Urlaub automatisch verfällt? Oder gibt es da vielleicht was Neues? Ja, danke für diese spannende Einleitung. Im Grunde genommen können Sie alles das, was Herr Ernsing gerade erzählt hat, vergessen, wenn Sie bislang Ihren Mitwirkungsobliegenheiten nicht nachgekommen sind. Was ist das Ganze? Also seit 2018 letztlich steht aufgrund einer europäischen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fest, dass der Urlaub nicht einfach ohne weiteres durch Zeitablauf verfallen darf. Diese Regelung, also § 7 Bundesurlaubsgesetz, verstößt gegen EU-Recht und deshalb ist es so, dass der EuGH gesagt hat, dem Arbeitgeber kommt eine Mitwirkungspflicht zu, wenn er möchte, dass der Urlaub des Arbeitnehmers auch tatsächlich verfällt. Der EuGH hat letztlich gesagt, der Arbeitgeber muss konkret und in völliger Transparenz, was auch immer das sein mag, dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Dazu muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erforderlichenfalls förmlich auffordern, den Urlaub zu nehmen. Und schließlich, als wäre das noch nicht genug, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer klar und rechtzeitig mitteilen, dass sein Urlaubsanspruch verfällt, wenn er ihn nicht rechtzeitig nimmt. Das Bundesarbeitsgericht hat sich dem selbstverständlich angeschlossen, so wie er es immer tut und immer tun muss, und hat nun Grundsätze aufgestellt. Und die müssen Sie zwingend beachten. Und das schon im Grunde genommen seit 2018 oder im Grunde genommen eigentlich schon immer. Das Bundesarbeitsgericht sagt, es reicht regelmäßig aus, wenn Sie zu Beginn des Kalenderjahres erstens den Arbeitnehmer darüber unterrichten, wie viel Urlaubsanspruch er in diesem Jahr hat. Wenn Sie die Mitwirkungsobliegenheit das erste Mal erfüllen, müssen Sie dem Arbeitnehmer natürlich auch mitteilen, wie viele Urlaubsansprüche er aus den vorherigen Jahren hat. Dann zweitens müssen Sie dem Arbeitnehmer auffordern, den Urlaub so rechtzeitig zu beantragen, dass er ihn noch in dem Kalenderjahr nehmen kann. Und drittens, Sie müssen auch über den möglichen Verfall informieren. Also, Sie müssen unterrichten, auffordern und informieren. Und Sie sind dafür letztlich auch beweisbelastet. Wenn Sie das nicht machen, verfällt der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers nicht. Und jetzt kommt die eigentlich spannende Frage und auch brandaktuelle Frage im Urlaubsrecht. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht gemacht habe? Und dazu habe ich Ihnen einen spannenden Fall mitgebracht. Den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der ist aktuell anhängig beim Bundesarbeitsgericht und beim EuGH. Es geht um eine Steuerfachangestellte, die hat seit 2011, 2012 ihren Urlaub nicht vollständig genommen. Das Arbeitsverhältnis ist mittlerweile beendet. Es sind sage und schreibe 101 Urlaubstage. Sie müssen sich vorstellen, ein normales Arbeitsjahr hat so ungefähr 250 Arbeitstage roundabout und die Dame macht jetzt gute 101 Urlaubstage geltend. Da ist dem Arbeitgeber mal so eine Zahlungsaufforderung ins Haus geflattert über 23.000 Euro. Und hier stellt sich dann die Frage, der Arbeitgeber ist natürlich seiner Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen. Hat man hier noch den Rettungsanker der Verjährung für die Zeiten, die schon vergangen sind?
Das hat auch das Bundesarbeitsgericht den EuGH gefragt. Zuvor hat das LAG Düsseldorf das schon entschieden und hat gesagt, nö, wer seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, der zahlt am Ende des Tages halt auch den Urlaub. Der ist halt nicht verfallen. Das ist so beim EuGH, wenn da so eine Entscheidung oder eine Frage gestellt wird vom Bundesarbeitsgericht, dann beantwortet die zunächst in der Regel erstmal ein Generalanwalt. Das ist sowas wie ein Gutachter. Und der Gutachter hat jetzt seine Schlussanträge vorgelegt und zwar am 5.5.2022. Also es ist im Grunde genommen noch keine 2 Wochen alt, diese Erkenntnis. Aber gleichzeitig ist sie auch erschreckend, denn der Generalanwalt sagt in seinem Gutachten, ist ein Arbeitgeber seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, rettet ihn auch die deutsche Verjährung nicht. Mit der Verjährungsregelung als solcher und der 3-jährigen Verjährungsfrist hat der Generalanwalt gar kein Problem, sondern der Generalanwalt sagt, der Arbeitnehmer hatte ja noch gar keine Kenntnis von seinen Ansprüchen, wenn der Arbeitnehmer seiner Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen ist, deswegen fängt die Frist gar nicht an zu laufen. Heißt, die Urlaubsansprüche summieren sich im Grunde genommen ins Unendliche, wenn sie dieser Mitwirkungsobliegenheit nicht nachkommen. Da kann einem auch mal eine Zahlungsaufforderung über 23.000 Euro ins Haus flattern. Was? Bitte. Hast du Zeit jetzt für eine Frage? Ich will kurz noch abschließen, was wir zu erwarten haben. Weil die Entscheidung des EuGHs liegt uns noch gar nicht vor. Wann können wir mit der rechnen? In den nächsten 6 Monaten. Sie werden dann von uns hören im Newsletter. Dann sagen wir, wie der EuGH entschieden hat. Ich muss Sie aber jetzt schon ein bisschen enttäuschen, denn es ist statistisch tatsächlich so, dass der Europäische Gerichtshof den Gutachten und den Anträgen des Generalanwalts in 3/4 aller Fälle folgt. Also wäre rein statistisch zumindest hier zu erwarten, dass das auch der Fall sein wird. Ehrlicherweise vertreten wir die Rechtsauffassung nicht, denn zu behaupten, ein Arbeitnehmer würde seinen Anspruch auf Urlaub nicht kennen, ist irgendwie ein bisschen lebensfern. Also ich hatte noch keinen Arbeitnehmer, auch wenn ich Arbeitnehmer vertreten habe, die nicht wussten, wie viel Urlaubsanspruch sie denn haben. So, aber jetzt die Zwischenfrage, lieber Max. Ja, es ist eine sensationelle Situation da vom EuGH, was da entschieden worden ist. Man muss sich wirklich wundern, was sie denken, dass Arbeitnehmer keine selbstständig denkenden Menschen sind. Das ist eigentlich eine Degradierung aller Arbeitnehmer. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Aber zurück zur Frage, eine ältere Frage wahrscheinlich hier per E-Mail. Habe ich es richtig verstanden? Ein Arbeitnehmer ist bereits zum 1.1. in der Firma tätig. Wenn der Arbeitnehmer zum 30.6. kündigt, hat er Urlaubsanspruch bis zur Kündigung von 6 Monaten bezogen auf seinen Arbeitsvertrag, also einen halben Jahresurlaubsanspruch. Genau. Kündigt er aber zum 1.7., dann hat er zur Kündigung Urlaubsanspruch für das ganze Jahr. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig und deswegen auch das, was mein Kollege Herr Ernsing gesagt hat, wenn Sie schon Beendigungsprozesse absehen können, dann sollten Sie dafür sorgen, wenn möglich, dass das halt immer vor dem 30.06. endet, das Arbeitsverhältnis, weil sonst hat der Arbeitnehmer den Anspruch auf den vollen gesetzlichen Jahresurlaub. Okay, danke. Dann haben wir hier noch eine Frage wegen dem Urlaubsverfall nochmal. Eine diesbezügliche Regelung über Verfall im Arbeitsvertrag reicht also nicht mehr aus? Nein, Regelungen dazu im Arbeitsvertrag reichen nicht aus, denn Bundesarbeitsgericht sagt ja, Sie müssen jeden Arbeitnehmer einzeln, individuell, konkret über die Anzahl seiner Urlaubsansprüche unterrichten. Es reicht nicht aus, ein Merkblatt auszuhändigen. Es reicht nicht aus, dass der Arbeitnehmer auf der Lohnabrechnung sieht, wie viele Urlaubsansprüche er hat und genommen hat. Sie müssen es tatsächlich gesondert machen, am besten zu Beginn des Jahres. Okay, da stellt sich mir immer die Frage, ja, zu Beginn des Jahres zu sagen, ey, du weißt schon, du hast deinen Jahresurlaubsanspruch von 30 Tagen, sagt man ihm dann so im Januar. Aber ich habe gehört, viel beschäftige ich mich damit ja nicht, aber man müsste es dann vielleicht nochmal im Oktober, November nochmal wiederholen und sagen, jetzt hast du zwar immer noch 10 Tage und bis Dezember ist ja nicht mehr weit. Sollte man es dann nochmal wiederholen? Also ich verstehe das Bundesarbeitsgericht so, dass es reicht, wenn man es zu Beginn des Arbeitsverhältnisses macht. Rein
strategisch würde ich das vielleicht nochmal zum Ende eines Jahres machen, so dass die Arbeitnehmer noch Urlaub nehmen können. Dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Bestenfalls muss man da ja einfach nur die Anzahl der Urlaubstage aktualisieren in dem Schreiben, das man ohnehin schon mal entworfen hat. Genau. Gut. Gut, dann. Aber vielleicht auch noch eine spannende Frage. Wie können Sie eigentlich Altlasten jetzt loswerden? Weil Sie sehen ja, der EuGH wird wahrscheinlich auch für Urlaubsansprüche aus 2011 mitunter entscheiden, dass die halt nicht verfallen sind. Also man würde dann davon ausgehen, dass Sie eigentlich seit 2011 von einer Entscheidung wissen, die erst 2018 getroffen wurde. Und wenn Sie jetzt da Leichen im Keller haben, dann kommen Sie eigentlich so richtig nicht mehr von denen runter. Einzige Möglichkeit, halbgare Möglichkeit, die ich sehe, wäre tatsächlich mitunter so ein Tatsachenvergleich, nennt man das, dass man schriftlich festhält, dass der Urlaub aus den Vorjahren schon genommen wurde. Also der Arbeitnehmer bestätigt letztlich, er hat seinen vollen Urlaub genommen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, rechtssicher ist die auf gar keinen Fall. Genau. Ich bin jetzt bei dem Thema dran, dass wir schauen müssen, wir haben es ja eben gehört, was ist eigentlich mit den Arbeitnehmern, die lange krank sind? Da haben wir ja gesagt, 15 Monate, die Frist, dann verfallen die Urlaubsansprüche. Diese Entscheidung ist aber aus dem Jahr 2012. Ja? Und wir haben jetzt gehört, 2018, 2019 sind eben die Entscheidungen gekommen zur Mitwirkungsobliegenheit. Und ich gehe mal davon aus, wenn Sie überhaupt schon mal darauf hingewiesen haben, wenn Sie es nicht bei den Arbeitnehmern gemacht haben, die dauerhaft erkrankt sind, ist ja auch völlig widersinnig. Jetzt ist eben aber die Frage, was passiert denn mit diesen Arbeitnehmern, wenn ich nicht darauf hingewiesen habe? Da hat das Bundesarbeitsgericht eine entsprechende Vorlage auch an den EuGH gestellt. Und nun geistert so ein bisschen die Frage rum, gilt das dann wirklich auch für Arbeitnehmer, die lange erkrankt sind? Muss ich die tatsächlich auch noch darauf hinweisen, dass sie Urlaub zu nehmen haben? Klammer auf, den sie nicht nehmen können, weil sie krank sind. Und um dann so ein bisschen auch die Luft rauszunehmen, das BAG, wenn man sich das genau anguckt, hat eben nicht gesagt, gilt es grundsätzlich, sondern in der Zeit, ja, wo ein Arbeitnehmer komplett krank ist im Jahr, brauche ich nicht die Mitwirkung tätigen, denn das sieht auch immerhin das BAG da und auch der EuGH hat sich dem wohl auch schon tendenziell angeschlossen. Dann wäre es pure Firmelei, wenn Sie jetzt den erkrankten Arbeitnehmern auch noch eine Mitwirkung dergestalt tätigen, dass er da eben ein Schreiben bekommt, hier, du hast übrigens Urlaub, aber ich weiß ja, du bist krank, du kannst ihn nicht nehmen, pass auf, der verfällt. Darum geht es nicht. Entscheidend ist die Frage, was passiert denn mit dem Jahr, in dem der Arbeitnehmer erkrankt ist oder auch in dem er dann wieder gesundet? Beispiel, ein Arbeitnehmer erkrankt im Jahr 2015 und zwar im Juni. Sie haben natürlich vorher nicht darauf hingewirkt, dass der Arbeitnehmer seinen Urlaub zu nehmen hat. Klar, weil Sie kannten die Entscheidung noch gar nicht. Und dann erkrankt er bis 2018. Dann ist eben die Frage, ist klar, 16, 17, 18 wird verfallen sein nach dem jeweiligen Fristenregime, wenn es dann dazu kommt. Aber der Urlaub für das Jahr 2015 ist eben offen und dort wird eben geschaut. Da ist die Tendenz, dass dann der EuGH tatsächlich sagt, wenn ich in dem Jahr dann eben nicht darauf hingewiesen habe, wäre eben auch für 2015 der volle Jahresanspruch noch nicht verfallen. Auch da müssen wir abwarten, wie das dann letztlich entscheidet und wie sich das dann entwickelt. Aber die Tendenz ist eben eindeutig zu entnehmen, denn auch dort hat der Generalanwalt Jean-Richard de la Tour in seinem Schlussantrag am 17.03.2022 eben auch entsprechend schon argumentiert und gesagt, wenn der Arbeitnehmer eben seinen Urlaubsanspruch noch hätte nehmen können, weil er eben noch nicht komplett krank war in dem Jahr, dann muss er auch darauf hingewiesen werden. Und genau. Also darauf können Sie sich einstellen. Es wird erwartet, dass noch in diesem Jahr die Entscheidung auch hierzu fällt. Da müssen wir dann eben auch schauen, wie sich das dann weiterentwickelt und wie praxisrelevant das dann wird, wie viele Arbeitnehmer dann tatsächlich noch dann da den Urlaubsanspruch geltend machen. Genau, nun haben wir sehr viel über den gesetzlichen Mindesturlaub gesprochen. Relativ spannend, was die Mitwirkung angeht und möglichen Verfall, aber alles nur im Gesetz geregelt. Jetzt, wir hatten es eingangs erwähnt, ich kann natürlich auch
Dieses Rangprinzip, ich kann dem Arbeitnehmer auch mehr Urlaub gewähren. Also freiwillig mehr über das, was das Gesetz eigentlich vorschreibt. Und hier ist jetzt so ein bisschen die Musik für Sie drin, denn hier können Sie einige Regelungen treffen im Arbeitsvertrag. Ich nehme mal an, mit meiner Formulierung ganz am Anfang, ja, Arbeitnehmer erhält 30 Urlaubstage im Jahr. Wenn Sie jetzt in Ihre Arbeitsverträge gucken, wahrscheinlich wird der ein oder andere so eine Formulierung drin haben. Das sollten Sie ändern, weil da können Sie wirklich auch sparen. Hier vielleicht auch der kurze Einschub. Wir bieten als Kanzlei eben auch an, dass wir Ihre Arbeitsverträge kostenlos einmal überprüfen. Und Max lobt immer eine Bierkiste aus für den Fall, dass der Arbeitsvertrag so gestaltet ist, dass wir wirklich an keiner Klausel irgendetwas auszusetzen haben, dass wir sie verändern müssen für Ihren Gunsten. Ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Also, dass die Kiste da, Max schüttelt den Kopf, ist noch nicht vorgekommen, dass wir die wirklich mal ausgeben mussten. Wie gesagt, wir bieten es an, kostenlos zu überprüfen. Wenn wir dann eben sagen, ja, wir sollten was tun und Sie sagen, ja gut, überarbeitet die Klauseln, dann machen wir das zu einem dann zu besprechenden Pauschalbetrag. Was wir auch anbieten, ist ein sogenannter Pflegevertrag, dass wir dann eben sagen, weil sich, wie Sie merken, das Arbeitsrecht ist dynamisch, ist, lebt von der Rechtsprechung, viel ändert, dass wir dann einmal im Jahr rübergucken zu einem Pauschalbetrag von 250 Euro netto, dass wir dann schicken Sie uns Ihren Arbeitsvertrag rüber, den Sie dann zu dem Zeitpunkt nutzen. Wir gucken, hat sich was verändert, ergänzen die Klauseln und dann haben Sie wieder ein frisches Produkt. Das ist kein Abo, das heißt nicht, wenn Sie das jetzt diesen Pflegevertrag abschließen, dass Sie dann jedes Jahr 250 Euro zahlen muss, sondern immer nur dann, wenn Sie das auch tatsächlich möchten. Wie gesagt, wir bieten es an, damit Ihr Arbeitsvertrag auch immer auf Stand ist und Sie einen guten, eine gute Grundlage haben, um sich vielleicht eben auch Ärger zu ersparen. Kommen wir zurück zum Thema Zusatzurlaub. Ich gehe jetzt ein paar Klauseln durch, was wir eben machen können. Was Sie eben auch regeln können im vertraglichen Zusatzurlaub. Ganz wichtig, Sie sollten hier immer die Trennung vornehmen. Heißt, eine Klausel reinpacken, dass Sie sagen, okay, er hat 30 Urlaubstage, das kann man ja schreiben, darin sagt man dann aber, sind enthalten 20 gesetzliche Urlaubstage und darüber hinausgehend 10 zusätzliche Urlaubstage. Die Trennung ist eben wichtig, weil wenn Sie es nicht machen, einfach nur schreiben 30 Urlaubstage, dann gilt immer das gesetzliche Regime mit den genannten Verfallmöglichkeiten oder eben auch nicht. Heißt, hier ist es wichtig, dass Sie die Klauseln trennen und erkennen, was ist gesetzlicher Mindesturlaub, was ist vertraglicher Zusatzurlaub. Weiterer Punkt, der regelungsbedürftig meiner Meinung nach ist, und so beraten wir auch, ist, dass Sie eben sagen, welcher Urlaub wird eigentlich zuerst gewährt? Na? Entscheidend natürlich, dass Sie von dem gesetzlichen Urlaub runterkommen, denn den dürfen Sie nicht unterschreiten. Und wenn am Ende des Jahres von den 30 Urlaubstagen noch welche offen sind, ja, dann wäre es natürlich gut, wenn der gesetzliche Urlaub davon weg ist, weil der andere kann, wozu wir gleich kommen, anders verfallen oder muss nicht abgegolten werden. Heißt hier auch immer mit vereinbaren, dass natürlich zuerst der gesetzliche Urlaub gewährt wird. Kommen wir nämlich dann zum nächsten Punkt und das ist der Verfall des Zusatzurlaubes. Der kann von Ihnen so vereinbart werden, dass er zum Ende des Kalenderjahres verfällt, komme was wolle. Hier können Sie eben das machen, was nach dem gesetzlichen Mindesturlaub nicht möglich ist, dass dann der Urlaub verfällt oder eben auch rübergenommen werden kann nach den gewissen Voraussetzungen und dann zum 31.03. verfällt. Hier sollte aber eben ausdrücklich geregelt werden, dass der vertragliche Zusatzurlaub auch verfällt, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit nicht genommen werden konnte. Also wenn Sie dann einen haben, der lange krank ist, dann verfällt wenigstens der Zusatzurlaub. Ebenso in die gleiche Kerbe geht der Abgeltungsausschluss, gesetzlichen Mindesturlaub, auf den kann nicht verzichtet werden. Den müssen Sie abgelten, wenn er noch da ist, nicht genommen ist und er nicht genommen werden kann bei Beendigung, zahlen Sie diesen gesetzlichen Mindesturlaub immer. Da kommen wir nicht drum rum. Gerade in Vergleichsverhandlungen vor Gericht, dann kommen immer die Arbeitgeber, ja, da ist ja noch Urlaub, deshalb machen wir die Abfindung niedriger. Ja, machen die Vertreter der Arbeitnehmer natürlich nicht gern mit, weil die sagen, wieso, das ist ja ein Posten, den bekomme ich sowieso. Heißt, wenn Sie da gut im Arbeitsvertrag gearbeitet haben, können Sie diesen Urlaub wenigstens auf das Mindeste beschränken. Denn den vertraglichen Zusatzurlaub, den kann ich eben am Ende sagen, den gelte ich nicht ab. Auch ein Vorteil anteiligen Urlaub im Ein- und Eintritts- oder Austrittsjahr, dass eben ganz klar auch geregelt wird, dass das immer nur teilweise gewährt wird. Zur Erinnerung, ausscheiden, wir hatten eben auch die Frage,
in der zweiten Jahreshälfte bedeutet immer, ich habe den vollen gesetzlichen Mindesturlaub. Beim Zusatzurlaub ist es nicht der Fall. Beim Zusatzurlaub können Sie sagen, ganz egal wann du austrittst, es wird anteilig geregelt. Das war jetzt sehr schnell, ne, zu den einzelnen Klauseln. Ich glaube, an einem Beispiel wird es eben auch deutlicher. Nehmen wir an, der Arbeitnehmer hat 30 Urlaubstage, die Sie ihm gewähren. Wieder unser Beispiel. Davon sind dann eben enthalten 20 Urlaubstage gesetzlich, 10 zusätzliche Urlaubstage. Jetzt scheidet der Mitarbeiter zum 30.09. aus Ihrem Unternehmen aus. Hat bis dahin aber nur 19 Urlaubstage genommen. Heißt, wenn Sie nichts anderes geregelt haben, hätten Sie noch 11 Urlaubstage abzugelten. Das wäre ja irgendwie blöd. Und wenn Sie es aber entsprechend regeln, könnten Sie, wenn Sie sagen, okay, der Zusatzurlaub wird nicht abgegolten, zahlen Sie nur noch einen Urlaubstag. Ne? 1 statt 11 ist eine gehörige Zahl, die das dann monetär ausmacht. Ein Urlaubstag, da kommen wir gleich noch zu, in der Berechnung kann schon einiges ausmachen, gerade bei ja, gut verdienenden Mitarbeitern. Und da kann man dann entsprechend etwas regeln. Ne? Da kämen wir dann dazu, dass Sie dann wirklich 10 Urlaubstage sparen. Und alleine, weil Sie einmal den Arbeitsvertrag auf Stand gebracht haben, das wäre ja gut. Wenn Sie jetzt natürlich auch sagen, ja gut, das ist ja ganz schön hart, ich gebe jemandem, meinem Arbeitnehmer 30 Urlaubstage und dann schreibe ich rein, der verfällt der Zusatzurlaub, das will ich nicht. Dann haben Sie aber durch die eben von mir zuletzt genannte Regelung des anteiligen Urlaubs im Ein- oder Austrittsjahr die Möglichkeit, dass dann wenigstens nicht 10 Zusatzurlaubstage da sind, sondern dann, wenn in meinem Beispiel hier 30.09. nach der entsprechenden Quotelung, dann wären es nur noch 7,5, sprich 8 Urlaubstage. Wären auch schon wieder 2 Tage gespart. Also Sie sehen, man kann da auch viel hantieren und auch schauen, wie man denn sein Urlaubsregime auch aufstellen möchte. Es geht ja auch nicht immer nur darum, dass man komplett, also mit Urlaub ist ja auch ein Anreiz, ne, für Arbeitnehmer. Damit kann man dann ja auch gerade Stichwort Fachkräftemangel vielleicht auch nochmal ein Goodie bringen. Man hat aber eben, wie Sie sehen, eine breite Range, in der man dann eben zeigen kann oder auch das so vereinbaren kann, dass man das so haben möchte, dass man da am Ende auch sparen kann. Genau, zur Kürzungsmöglichkeit erzählt Christian jetzt. Okay, ich habe hier noch eine Frage. Reicht es aus, wenn die Mitarbeiter den Stand der Urlaubstage jederzeit auf der Zeitschaltuhr sehen können? Also ich stelle mir das so vor, es ging ja hier um Verfall und Aufklärung des Arbeitnehmers über seinen jeweils aktuellen Urlaub. Wenn er an seinen Arbeitsplatz geht und macht den PC an oder hier ist die Zeitschaltuhr und da steht hin, du hast noch 10 Tage Urlaub für dieses Jahr. Ja, und jedes Mal, wenn er Urlaub nimmt, kommt zum Arbeitsplatz zurück, dann sind es halt nur noch 8, 5, 4, 3, 2. Was sagst du dazu, Christian? Es reicht einfach nicht aus. Man muss tatsächlich förmlich darauf hinweisen, bestenfalls ein DIN A4-Blatt, das man dem Arbeitnehmer in die Hand drückt und sich gleichzeitig auch den Empfang quittieren lässt, damit man es nachgewiesen hat. Warum reicht das nicht aus? Weil Sie den nicht nur informieren müssen, wie viel Urlaub der hat, sondern Sie müssen ihn auch auffordern, den Urlaub zu nehmen. Also müsste er ins Programm gucken und da müsste dann drinstehen, nimm deinen Urlaub rechtzeitig noch in diesem Jahr. Und dann müssten Sie ihn auch noch informieren, wie der Urlaub verfällt. Und das machen Programme einfach nicht. Und schlimmstenfalls kann man es auch gar nicht reproduzieren. Also wenn es dann zum Streit kommt, wird sich das Programm wahrscheinlich aktualisiert haben und man kann gar nicht mehr nachweisen, dass das da so stand. Ja, jetzt habe ich noch 2 kleine Klauselmöglichkeiten. Das ist einmal die Kürzungsmöglichkeit in der Beratung, wenn ich Arbeitsverträge gestalte. Mit den Mandanten zucken da die meisten, weil es dann doch etwas grob klingt. Aber sie haben die Möglichkeit, den Zusatzurlaub beispielsweise fürs nächste Jahr zu kürzen im Verhältnis 1:4. Also man kann vereinbaren, dass der vertragliche Zusatzurlaub im nächsten Jahr gekürzt wird pro 4 Fehltage in dem aktuellen Jahr, ein Urlaubstag weniger im nächsten Jahr. Das ist möglich und das sollte man auch machen, eine Rückzahlungsvereinbarung. Also grundsätzlich gilt für den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch ein Rückforderungsverbot. Also nehmen wir an, der Arbeitnehmer scheidet aus, bevor er seinen vollen gesetzlichen Jahresurlaubsanspruch bekommen hat. Also im April beispielsweise.
Aber sie haben ihn schon bis April seine kompletten, der hat eine 5-Tage-Woche, 20 Urlaubstage gewährt. Dann können sie das von ihm nicht mehr zurückfordern. Das sieht das Bundesurlaubsgesetz vor. Anders ist das allerdings bei Zusatzurlaub. Da können sie nämlich vereinbaren, haben sie ihm zu viel gewährt, muss er den Rest, den er zu viel bekommen hat, wieder zurückzahlen. Sollte man auch eigentlich machen, spricht meines Erachtens nichts gegen. Dann würde ich sagen, kommen wir einmal zum Urlaubsentgelt. Das war ja auch eine spannende Frage. Urlaubsentgelt ist halt das, was Sie zahlen, wenn der Arbeitnehmer zu Hause bleibt während seines Urlaubs. Da einfach eine Berechnungsformel nochmal. So, man nimmt den Verdienst der letzten 3 Monate. Ja, kannst du ja mal aufmalen. Aber lass einmal die Formel anschlagen und dann können wir auch nochmal ein Berechnungsbeispiel nehmen. Verdienst der letzten 3 Monate geteilt durch die Arbeitswochentage, also wie viele Tage arbeitet der Arbeitnehmer pro Woche, Wochenarbeitstage, WOA oder so, ja, mal 13 Wochen. Und dann jeweils die, also 13 Wochen im Übrigen, weil das Bundesurlaubsgesetz halt sagt, der Arbeitnehmer kriegt das, was der Arbeitnehmer im Durchschnitt der letzten 13 Wochen verdient hat. Das Ganze, was da rauskommt, multiplizieren Sie dann mit der Anzahl an Urlaubstagen, die Sie entlohnen müssen und haben dann das Urlaubsentgelt. Hier nochmal der Hinweis, da gibt es die Formel nochmal im Skript, schön leserlich. Auch eine Formel, die für diejenigen Anwendung findet, die kein verstetigtes Gehalt kriegen, also, sondern Lohn und der variiert. Da ist auch nochmal eine Formel drin. Was berücksichtigt man da? Also einmal Grundlohn, Zuschläge, Provision und Sachbezug. Und man berücksichtigt nicht Überstunden und beispielsweise Reisekostenersatz. Überstunden, wenn die regelmäßig anfallen, also wenn der 40 Stunden vereinbart hat, aber immer 50 Stunden arbeitet, dann wäre das zu berücksichtigen. Nur Überstunden, die tatsächlich unregelmäßig anfallen, sind nicht zu vergüten. Es ist grundsätzlich so, dass Verdiensterhöhungen während eines Berechnungszeitraums das Urlaubsentgelt erhöhen zugunsten des Arbeitnehmers, aber Verdienstkürzungen infolge von Kurzarbeit beispielsweise, Arbeitsunfällen oder unverschuldeter Arbeitsverhinderung reduzieren das Urlaubsentgelt nicht. Hier nochmal beispielsweise, wir hatten ja den Fall, ein Arbeitnehmer wechselt von Vollzeit in Teilzeit. Da ist es so, da können Sie dann nicht das Teilzeitgehalt nehmen für den Urlaub, der in Vollzeit erlangt oder erarbeitet wurde. Da müssen Sie dann auch Vollzeitentgelt gewähren. Jetzt war, glaube ich, die Frage von Max andersrum. Er stockt auf, ne? Da müsste man dann einfach das aufgestockte Gehalt tatsächlich nehmen. Ich meine, da gibt es eine Entscheidung vom Landesarbeitsgericht Niedersachsen, ist, glaube ich, noch nicht höchstrichterlich entschieden, aber es geht tatsächlich, meine ich, zulasten des Arbeitgebers. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Aber generell ist es so, wir stellen ja immer auf Urlaubstage ab. Jemand, der an 5 Tagen die Woche 40 Stunden arbeitet, hat genauso viel Urlaub, der an 5 Tagen die Woche nur 2 Stunden jeweils arbeitet. Es relativiert sich aber dann eben bei dem Urlaubsentgelt. Der kriegt halt deutlich weniger während seines Urlaubs. Ich würde sagen, wir arbeiten das jetzt hier nicht aus, weil ja, da gibt es ganz viele Pro und Kontras. Vielleicht schaffen wir es zusammen mit dem Skript, die Lösung für diesen Fall mit dazu zu schreiben. Denn es geht hier nicht um Urlaubsabgeltung, sondern die Frage ist ja, es ist ein laufendes Arbeitsverhältnis. Und wenn einer eben 1 Stunde am Tag arbeitet und macht das jetzt 6 Monate lang, dann hat er 15 Tage Urlaub, weil er arbeitet 5 Tage die Woche. Er hat 15 Tage Urlaub und für jeden Tag 1 Stunde. Jetzt stockt er auf 8 Stunden am Tag. Jetzt kann er ja nicht 15 Tage frei haben, mit 8 Stunden. Versteht? Das funktioniert nicht. Aber er hat aber 15 Tage frei. Er muss ja 15 Tage frei machen. Die Frage ist ja dann, eigentlich müsste er aber 8 Stunden ja arbeiten. Und das ist dieses Missverhältnis.
Ich habe schon eine Idee, natürlich arbeitgeberorientierte Entscheidung von mir, aber ob die richtig ist, würde ich halt nochmal gerne erarbeiten. Aber ich sitze ja hier und höre eurem Vortrag zu und deshalb kann ich den Fall im Moment nicht lösen. Machen wir später und vielleicht schreiben wir was zum Skript dann dazu. Dann kommen wir nochmal eben zum Urlaub und Eld. Ach, ich habe noch eine Frage. Ich beschäftige viele Erzieherinnen, die bei Schwangerschaft sofort ins Beschäftigungsverbot gehen. Klar, mit Corona und so. Wir haben hier auch Mitarbeiterinnen, die schwanger wurden, sind auch sofort ins Beschäftigungsverbot gegangen. Das ist zurzeit üblich. Ab dem Moment zahlt man übrigens auch überhaupt gar kein Gehalt mehr, beziehungsweise kriegt das jetzt 100% erstattet, wenn ich das richtig weiß. Diese Mitarbeiter sind nicht krank, können in den Urlaub fahren und die Schwangerschaft genießen. Jetzt haben die aber ein Beschäftigungsverbot. Sammeln die trotzdem Urlaubstage an? Oder nicht und verfallen diese auch nach dem 15-Monats-Prinzip oder nicht? Also ich stelle mir vor, ich habe eine Mitarbeiterin, im Februar wird die schwanger, Schwangerschaft geht in der Regel 9 Monate, Beschäftigungsverbot, dann ist sie auf alle Fälle 19, 11, ist sie ja 11 Monate da und kann aber ja keinen Urlaub nehmen. Bitte. Ich habe mich mit der Frage tatsächlich noch nicht beschäftigt. Wenn ich mir das jetzt einfach so mal ad hoc oder spontan herleite, würde ich sagen, die können ja erstmal keinen Urlaub gewährt bekommen, weil die können ja nicht arbeiten. Und wie ist das sonst im Arbeitsverhältnis, wenn das an sich besteht, aber man seine Arbeitspflicht nicht erfüllen kann, dann ist das so, dass der Urlaub trotzdem entsteht. Deswegen hätte ich grundsätzlich erstmal die Vermutung, dass auch hier der Urlaub während des Beschäftigungsverbots verdient wird. Würde mich da aber nicht festlegen wollen, würde es nochmal nachschauen. Ja, also während der Elternzeit kürzt man ja pro Monat Elternzeit. Da kommen wir noch zu, Max. Okay, Entschuldigung. Gut. Die Frage passt schon ordentlich, weil sie genau jetzt das Thema trifft, jedenfalls mit der Elternzeit. Da kommt jetzt Christian zu. Wir sind auch mit der Zeit ein bisschen vorangeschritten. Wir haben ja, glaube ich, nur noch eine halbe Stunde tatsächlich. Wir haben zu Überstunden noch gar nichts gesehen. Ich schalte dich eben aus. Die Frage kriegen Sie nochmal beantwortet per E-Mail, weil wir haben das auch per E-Mail gekriegt. Die beantworten wir per E-Mail, wenn wir es dann genau wissen, weil das müssen wir nochmal eben mal nachgucken. Okay, gut, dann weiter. Wir kommen jetzt mal zur Elternzeit. Das ist ähnlich gelagert. Deswegen meine ich auch, dass bei der Frage der Urlaub wahrscheinlich entstehen dürfte. In der Elternzeit ist es so, dass der Urlaub ganz normal entsteht. Das ist etwas, das haben viele nicht auf dem Schirm. Der Arbeitnehmer ist ja gar nicht da. Das Arbeitsverhältnis ruht, der kriegt kein Gehalt, hat mitunter 2 Jahre Elternzeit genommen. Dann ist es so, dass der in den Betrieb wiederkommt. Sagen wir, der hatte 30 Urlaubstage, der war 2 Jahre in Elternzeit, dann kommt er wieder. Dann hat er grundsätzlich erstmal Anspruch auf 60 Tage Urlaub. Das Elterngeldgesetz hilft uns da aber und sagt, man hat eine Kürzungsmöglichkeit als Arbeitgeber. Es ist in 17 Absatz 1 geregelt. Für jeden vollen Monat der Beschäftigung dürfen Sie als Arbeitgeber den Urlaub kürzen. Für jeden vollen Monat der Elternzeit dürfen Sie den Urlaub kürzen, und zwar um 1/12. Aber das ist eine Erklärung, die dem Arbeitnehmer gegenüber gemacht werden muss, frühestens ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitnehmer die Elternzeit bei Ihnen beantragt hat, und spätestens bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und das ist wichtig jetzt. Haben Sie diese Kürzungserklärung nicht gemacht, bis das Arbeitsverhältnis beendet ist, ist der Urlaub erdient worden und auf der Uhr. Also, Sie müssen zwingend, am besten, wenn der Arbeitnehmer bei Ihnen Elternzeit beantragt, ihm gleich sagen, okay, du kannst in Elternzeit gehen und übrigens, wir kürzen deinen Urlaub anteilig für jeden vollen Monat der Elternzeit um 1/12, und lassen Sie sich das auch unbedingt quittieren. Warum das Ganze? Einfach mal ein einfaches Rechenbeispiel. Wir haben einen Arbeitnehmer, der hat 30 Tage Urlaub und verdient 3.000 Euro brutto bei Ihnen. Der nimmt jetzt 2 Jahre Elternzeit, erstes Kind ist da. Dann haben Sie aber keine Kürzungserklärung erklärt, weder zu Beginn noch während der
Elternzeit. Und noch während die Elternzeit läuft, die 2 Jahre, wie das dann so häufig ist, ist ja gar nicht so selten, kündigt sich der 2. Nachwuchs an. Der Arbeitnehmer verlängert daraufhin seine Elternzeit nahtlos nochmal um 2 Jahre, ist also insgesamt 4 Jahre nicht bei Ihnen im Betrieb. Da merkt der Arbeitnehmer auch so, Kindererziehung, das ist schon sehr, sehr anstrengend, bereitet mir aber gleichermaßen viel Freude. Ich möchte einfach nicht mehr in den Betrieb kommen. Ich kümmere mich jetzt um die Kinder. Der kündigt dann fristgerecht zum Ende des Ende der Elternzeit des Arbeitsverhältnisses. Sie denken sich, gut, der war 4 Jahre hier nicht mehr da, den kennt kein Schwein mehr. Nach 6 Monaten war der eigentlich vergessen. Sie haben schon längst eine Ersatzkraft eingestellt, die ist auch viel besser und im Team gut eingearbeitet. Sie freuen sich über die Kündigung, machen nichts weiter und dann 1 Monat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses flattert Ihnen dann eine Zahlungsaufforderung von sage und schreibe 16.612,80 € ins Haus. Denn Sie haben den Urlaub nicht gekürzt, Sie können ihn nicht mehr kürzen, der Urlaub ist entstanden und er hat über 4 Jahre hinweg seinen vollen Jahresurlaubsanspruch verdient. Deswegen der absolute Praxishinweis, das kommt immer wieder vor in der Beratung, kürzen Sie unbedingt gleich zu Beginn, sobald die Elternzeit beantragt wurde, den Urlaub. Erklären Sie es dem Arbeitnehmer gegenüber, lassen Sie es sich gegenzeichnen. Dann haben wir jetzt den ersten Teil, wir sind schon weit vorangeschritten in der Zeit. Wir haben den ersten Teil jetzt geschafft. Wir kommen zu den Überstunden, sind ja auch noch Teil des Seminars. Was sind überhaupt Überstunden? Gleich vorweg das Grundsätzliche, also Überstunden ist Arbeitszeit, die erbracht wird über die vertraglich eigentlich vereinbarte Arbeitszeit, ist zu unterscheiden von der sogenannten Mehrarbeit. Mehrarbeit, damit bezeichnen wir Arbeitsrechtler das, was über die gesetzliche oder tarifliche Höchstarbeitszeit hinausgeht. Also wenn der Arbeitnehmer über das arbeitet, was das Arbeitszeitgesetz vorschreibt, dann ist das Mehrarbeit. Wenn er mehr arbeitet als vertraglich vorgesehen, dann ist das Überstunde. Wie sollten Sie als Arbeitgeber grundsätzlich mal mit Überstunden im Betrieb umgehen? Da haben wir auch in der Praxis immer wieder festgestellt, dass es so ist, dass bei Arbeitnehmern und auch Arbeitgebern teilweise der Eindruck entsteht, dass Arbeitnehmer, die besonders viele Überstunden leisten, eine besondere Einsatzbereitschaft zeigen. Das setzt dann häufig den Anreiz, dass auch andere Arbeitnehmer generell Überstunden anhäufen, weil dann derjenige Arbeitnehmer bei Ihnen im Betrieb mit den meisten Überstunden der besonders ehrgeizige ist. Diese Handhabung hat eher Nachteile. Warum das Ganze so ist, sage ich Ihnen. Also Überstunden werden dann häufig geleistet, wenn sie eigentlich gar nicht erforderlich sind, weil man arbeitet ja ohnehin länger. Dann arbeitet man vielleicht ein bisschen langsamer in seiner generellen Arbeitszeit, damit man am Ende raus ein paar Überstunden, Überminuten machen kann. Das heißt, Arbeit, die eigentlich in der generellen Arbeitszeit geleistet werden könnte, müsste extra bezahlt werden, weil die in der Überstunde gemacht wird, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Dann haben wir natürlich auch, dass Arbeitnehmer, die dauerhaft Überstunden leisten, in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Also ist ja ganz klar, ein Arbeitnehmer, der 11 Stunden gearbeitet hat am Vortag, der kommt am nächsten Tag platt in den Betrieb und der kann nicht mehr so viel leisten. Deswegen, das Personalmanagement betreffend, ist eigentlich anzuraten, dass man Überstunden auf das Minimum reduziert. Warum? Das kann man auch ganz einfach verdeutlichen. Also wenn Sie sich Arbeitsleistung als Ressource vorstellen, dann ist das so, dass man sich das auch einfach als Konto vorstellen kann, als Guthaben bei der Bank. Und immer wenn Sie Überstunden machen lassen, dann sind Sie eigentlich schon im Dispo. Oder Sie können sich das auch als Tank beim Auto vorstellen. Zu Beginn des Monats haben Sie mitunter einen vollen Tank und sobald Überstunden anfallen, sind Sie eigentlich schon auf Reserve. Und wenn dann nochmal eine Investition kommt, ein zusätzlicher Auftrag beispielsweise, dann können Sie nicht noch weiter ins Dispo rutschen oder aber die nächste Tankstelle ausfällt, dann bleibt das Auto mit unterliegen. Deswegen eigentlich sollte man dazu raten, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter dazu anhalten, möglichst keine Überstunden zu leisten und diese zeitnah abzubauen. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie einfach richtig ranklotzen können, wenn es erforderlich ist.
das zum Grundsätzlichen und jetzt erzählt uns Birger noch was zu dem Anordnungsrecht des Arbeitgebers. Genau. Muss der Arbeitnehmer grundsätzlich Überstunden tätigen, wenn sie das wollen? Nein, muss er nicht. Ein Arbeitnehmer ist nur dann dazu verpflichtet, Überstunden zu leisten, wenn eine Überstundenanordnungsbefugnis vorhanden ist. Sprich, im Arbeitsvertrag die Regelung drinsteht, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus Überstunden auch zu erbringen. Entsprechende Regelungen können auch durch Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag geregelt werden. Ohne ausdrückliche Regelung ist der Arbeitnehmer, wie gesagt, nicht verpflichtet. Nur in Ausnahmefällen kann dann von ihm verlangt werden, auch Überstunden zu leisten. Das sind aber Ausnahmen, also die treten so gut wie nie auf. Das sind eben tatsächlich Not- oder Katastrophenfälle. Ja, Flutkatastrophen, klar, da ist dann klar, zum Beispiel, ja, da muss dann eben gearbeitet werden. Heißt für Sie als Tipp, Sie sollten unbedingt darauf achten, dass das vertraglich geregelt ist, damit eben auch im Falle, ja, wenn das Auto doch nochmal auf Reserve läuft und auch mal ein Auftrag reinkommt, auch der Arbeitnehmer dann Überstunden für Sie erbringen kann und auch muss. Bei Betrieben mit Betriebsräten ist auch zu beachten, dass die Anordnung von Überstunden mitbestimmungspflichtig ist nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, die wirksame Anordnung erfordert hier die vorherige Zustimmung durch den Betriebsrat. Und das sollten Sie unbedingt beachten, weil dann wäre es auch sehr ärgerlich, wenn es dann nachher herauskommt, dass Sie da gegen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates verstoßen haben. Dann ist ja auch die spannende Frage, wie viele Überstunden dürfen denn eigentlich angeordnet werden? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen, eine Höchstbegrenzung? Ja, die gibt es. Nämlich das Arbeitszeitengesetz setzt hier den Rahmen. Innerhalb dieser Grenzen dürfen auch nur Überstunden ja letztlich verlangt werden. Die Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitengesetz sieht vor, dass von Montag bis Samstag, ne, 6 Werktage, 8 Stunden nicht überschreitet werden dürfen. Das heißt, maximale Wochenarbeitszeit beträgt 48 Stunden. Nicht berücksichtigt werden hier natürlich die Pausenzeiten. Das zählt nicht zur Arbeitszeit. Wenn Sie dann eben nach dem entsprechenden Regelungssystem des Arbeitszeitengesetzes die Pausen einhalten, führt es nicht dazu, dass dann die Arbeitszeit von maximal 48 Stunden minimiert wird. Diese Arbeitszeit von 8 Tagen kann in Ausnahmefällen eben bis 10 Stunden erhöht werden. Dies ist aber nur möglich, wenn innerhalb eines 6-monatigen Ausgleichszeitraums oder eben auch 24 Wochen die durchschnittliche werktägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreitet. Heißt, Sie können auch mal hochfahren auf 10 Stunden, wenn Sie sonst einen 8-Stunden-Tag haben. Dann muss aber immer gewährleistet sein, dass innerhalb eines Ausgleichszeitraums im Schnitt wieder die maximal 48, in der Regel wohl 40 Stunden pro Woche, nicht überschritten wird. Was ist denn, wenn der Arbeitnehmer sich weigert, die Überstunden zu leisten? Ja, wir nehmen an, Sie haben im Arbeitsvertrag das gut geregelt, Sie dürfen Überstunden anordnen, es fällt der Fall an und der Arbeitnehmer sagt, nö, mach ich nicht, geh nach Haus, mir doch egal. Rechtfertigt den Ausspruch einer fristlosen Kündigung, wenn er sich dann eben auch immer beharrlich weigert, es zu tun. Vorher sollten Sie natürlich nochmal gucken, eine fristlose Kündigung hat ja immer zur Folge, dass sofort, wenn die Kündigung nicht wirksam ist, der Annahmeverzug entsteht, also Ihr Prozessrisiko steigt. Aber grundsätzlich können Sie für sich jetzt erstmal festhalten, verweigert ein Arbeitnehmer das berechtigte Verlangen, Überstunden zu leisten, ist eine fristlose Kündigung möglich. Vergütet. Das ist, glaube ich, auch klar, werden Überstunden ganz normal eben mit dem entsprechenden Stundensatz, den der Arbeitnehmer verlangen kann. Eine spezielle Vergütung für Überstunden ist nicht vorgesehen. Es ist eben auch nicht vorgesehen, dass da ein Zuschlag grundsätzlich zu gewähren ist. Ne? In Tarifverträgen mag das anders geregelt sein oder auch in Betriebsvereinbarungen mag das vorkommen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Überstunden nicht einen Überstundenzuschlag bedingen, ja, also dass wenn einer Überstunden leistet, mehr gezahlt wird. Ausnahme bei Nachtarbeit, da ist sowieso generell ein Zuschlag zu zahlen. Anderes Thema. Dann kommen wir natürlich immer, ne, wenn der Grundsatz sagt, es zu vergüten, gibt es auch immer noch eine Ausnahme. Die Ausnahme ist die, einerseits Dienste höherer Art, das klingt erstmal toll, aber was ist das? Ein Dienst höherer Art sind die Arbeitsleistungen, die ein Arbeitnehmer erbringt in besonders gehobener Stellung, heißt bei wirklich tatsächlich leitenden Angestellten, bei Chefärzten oder auch bei Rechtsanwälten. Ja, da wird eben erwartet, dass diese Arbeitszeit und auch die Überstunde mal geleistet wird.
Ein weiteres Beispiel für eine Ausnahme von der Vergütungspflicht ist dann gegeben bei den sogenannten Besserverdienenden. Heißt Arbeitnehmer, die über die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung kommen, die müssen nicht zusätzlich vergütet werden, wenn sie Überstunden leisten, weil da einfach gesagt wird, du verdienst so gut, da ist auch zu erwarten, dass da du auch mehr als das, was geschuldet ist, an Arbeitszeit erbringst. Als kleines Exemplar, die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2022 liegt in Ostdeutschland bei 6.750 Euro pro Monat, heißt 81.000 Jahreseinkommen. Und in Westdeutschland bei 7.100 Euro pro Monat, heißt 85.000 im Jahr. Wer darüber kommt, bei Ihnen, der so bezahlt wird, von dem können Sie Überstunden verlangen, ohne dass Sie die extra vergüten müssen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass wir von der Zeit das auch noch schaffen. Wie viel haben wir noch? 15 Minuten haben wir noch. Ich glaube, weil du hast dann doch noch den spannenden Fall, den wir, glaube ich, noch besprechen wollen. Genau, kommen wir noch dazu, zum Stichwort Überstunden. Sie müssen nicht jede Überstunde auch hinnehmen. Heißt, ne, Sie haben den Arbeitnehmer, der immer ein bisschen bummelig arbeitet, ja, wieder der Einzelgänger privat, der dann sagt, na ja, ich kann auch länger bleiben, spricht aber eigentlich immer nur mit den Kollegen und schreibt sich aber immer schön Stunden auf. Diese sogenannte aufgedrängte Überstunde ist natürlich nicht zu vergüten, löst keinen Vergütungsanspruch auf. Der Arbeitgeber muss Überstunden daher immer nur dann vergüten, wenn sie ausdrücklich angeordnet ist oder eben auch konkludent, also wenn klar ist, okay, hier muss jetzt was gemacht werden, oder sie eben gebilligt oder auch geduldet wird. Heißt, sie dann davon erfahren, also Kenntnis haben, dass der Arbeitnehmer auch länger gearbeitet hat und es im Nachhinein dann auch dulden, sprich durch Abzeichnung irgendeines Stundenzettel oder dergleichen, dass dann eben klar ist, okay, ich habe gesehen, du hast länger gearbeitet, das war an dich gut, das hat mir was gebracht, da bin ich dann auch bereit, die dann zu bezahlen. Wenn dieser Ausdruck da ist, ne, an den Arbeitnehmer, dann hat er auch einen Anspruch auf die entsprechende Vergütung. Sie müssen Überstunden nicht immer nur vergüten, Sie können sie auch in Freizeit gewähren, das heißt, Ihr Weisungsrecht geht so weit, dass Sie auch sagen können, du hast jetzt mehr gearbeitet, dann kannst du auch mehr Freizeit machen. Ich bezahle dir das nicht, ich stelle dich frei für den Zeitraum. Das ist möglich. Hier müssen Sie nur darauf achten, dass Sie das jetzt nicht, weiß ich, er hat Überstunden angehäuft, 3-4 Stunden und Sie sagen ihm irgendwie am Vortag oder am Tag, hier mach mal morgen frei und das sagen Sie ihm so um 15, 17 Uhr oder was, also kurz vor Feierabend. Da sagt die Rechtsprechung, der Arbeitnehmer muss noch so viel Möglichkeit haben, dass er seinen freien Tag auch planen und nutzen kann, nicht, dass er einfach nur nach Hause geschickt wird. Heißt, wenn Sie wissen, okay, ich habe einen Arbeitnehmer, der hat eine gewisse Anzahl an Überstunden und auch viele Arbeitnehmer wollen ja auch manchmal gar nicht die Vergütung dieser Überstunden, sondern sagen, Mensch, ich habe da lieber frei, dann, wenn Sie dann das einseitig bestimmen, müssen Sie auch darauf achten, dass da eine gewisse Vorlaufzeit da ist. Aus Klarstellungsgründen sollten Sie dann eben auch im Arbeitsvertrag vielleicht mit aufnehmen, wer denn darüber bestimmen kann. Sie können diese Wahlmöglichkeit auch dem Arbeitnehmer übertragen. Das sollten Sie dann aber in Ihrem Arbeitsvertrag auch geregelt haben. Heißt, wie sind Überstunden abzugelten? Entweder durch Geld, durch Freizeit, auf Wunsch des Arbeitnehmers oder durch den Arbeitgeber. Dann kommen wir noch schnell zu der beliebten Formulierung im Arbeitsvertrag. Erforderliche Überstunden sind mit dem Monatsgehalt abgegolten. Das ist unwirksam, das können Sie leider nicht so in den Arbeitsvertrag reinschreiben. Das verstößt einfach gegen das Transparenzgebot, weil der Arbeitnehmer nicht weiß, wie viel Arbeitsleistung er bringen muss, um dann eben seine Vergütung zu erhalten. Und Sie können eine entsprechende Regelung aufnehmen, mit der dann Arbeitszeit, die über die vertragliche Arbeitszeit hinausgeht, mit dem Gehalt vergütet abgegolten ist. Hier spricht die Literatur von so bis maximal 25%. Die Rechtsprechung hat sich dahingehend eigentlich entwickelt, dass wohl gesagt wird, 10% der wöchentlichen Arbeitszeit sind, also darüber hinausgehende Zeit, ist mit dem Gehalt abgegolten. Das können Sie also in Ihrem Arbeitsvertrag auch entsprechend regeln. Und in unserer Beratungspraxis merken wir es eigentlich auch immer, dass das gerne auch genommen wird. Aber auch da, wie gesagt, bestehen immer die Gestaltungsmöglichkeiten. Da findet man gute Regelungen. Und ich meine, jetzt gucke ich einmal rüber. Wir haben noch genau so 5 bis 10 Minuten. Das sollten wir auch machen, weil wir jetzt eben noch die spannende Frage haben. Der Überstundenprozess, was passiert eigentlich, wenn mich der Arbeitnehmer dann doch mal verklagt auf die Überstunden? Und auch da ist ja doch von der Rechtsprechung her Entscheidendes passiert. Ja, es kommt immer mal wieder vor, dass Arbeitnehmer dann Zahlungsaufforderungen gegenüber ihren Arbeitgebern machen, auf
Zahlung oder Abgeltung von Überstunden. Bisher war es tatsächlich so, dass sie sich entspannt als Arbeitgeber zurücklehnen konnten, weil die Hürden der Darlegungs- und Beweislast beim Arbeitnehmer lagen und das nahezu nie der Fall war, dass der Arbeitnehmer dem gerecht werden konnte. Warum war das so? Der Arbeitnehmer musste immer darlegen und beweisen, an welchen konkreten Tagen er Überstunden gemacht hat. Zweitens, wie viele Überstunden er an den einzelnen Tagen gemacht hat. Und drittens, ob diese Überstunde ausdrücklich angeordnet oder konkludent geduldet oder gebilligt wurde. Und das war so gut wie nie möglich. Und so ein Prozess lässt sich häufig in der Vertretung auch nicht wirtschaftlich führen. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn da einer sagt, ich habe 120 Überstunden, dann muss er jeden einzelnen Tag darlegen, wo er welche Überstunde gemacht hat und ob die angeordnet, geduldet oder gebilligt wurde. Und dann kam das Stechuhrurteil des Europäischen Gerichtshofs. Der hat nämlich im Jahr 2019 entschieden, dass die Mitgliedstaaten, also auch hier die Bundesrepublik Deutschland, aufgrund einer Arbeitszeitrichtlinie verpflichtet ist, die Arbeitgeber, also Sie, mit gesetzlichen Regelungen dazu zu verpflichten, die tägliche geleistete Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter durch ein objektives, verlässliches und zugängliches System zu erfassen. Und dieses Urteil hat schließlich im Jahr 2020 dann das Arbeitsgericht Emden aufgegriffen und kam zu einer interessanten Ansicht, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat und im Grunde genommen wie eine Bombe eingeschlagen ist bei uns Arbeitsrechtlern. Denn die haben einfach dieses Urteil genommen, das ja eigentlich nur die Bundesrepublik Deutschland als solche verpflichtet hat, und hat gesagt, nö, diese Pflicht, die besteht schon direkt bei den Arbeitgebern, und zwar aus der Fürsorgepflicht heraus. Da hat das Arbeitsgericht Emden das reingelesen und hat gesagt, jeder Arbeitgeber ist jetzt schon verpflichtet, aus Fürsorgegründen die Arbeitszeit zu messen, aufzuzeichnen und zu kontrollieren. Und wenn Sie als Arbeitgeber das nach Ansicht oder wenn Sie das nicht gemacht haben, dann war das Arbeitsgericht Emden der Auffassung, dass sich das zu Ihrem Nachteil auswirkt im Überstundenprozess, dass sich da also die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts verändern muss und zu modifizieren sei. Man hat hier dann schon tatsächlich eine Klagewelle gesehen und viele Arbeitnehmervertreter haben dann da auch schon gleich versucht, auf den Zug aufzuspringen und hier Ansprüche geltend zu machen. Es war heiß diskutiert. Mittlerweile hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen auch schon entschieden als Berufungsinstanz und hat gesagt, nee, ist völliger Quatsch. So eine direkte Verpflichtung der Arbeitgeber, das kann man aus dem Urteil des EuGHs nicht ableiten. Dazu wäre der EuGH auch hier gar nicht zuständig, weil es dann eben um Vergütungsfragen ginge. Mittlerweile 4.5.2022 Urteil des Bundesarbeitsgerichts, also auch noch gar nicht so lange her. Das Bundesarbeitsgericht hat auch gesagt, dieses Stechuhrurteil, so nennt man das, des EuGHs, das lässt sich nicht direkt auf Arbeitgeber übertragen. Die Verpflichtung gilt halt nur gegenüber den Mitgliedstaaten. Und anders als das Arbeitsgericht Emden meint, hat dieses Urteil eben keinen Einfluss glücklicherweise auf die Darlegungs- und Beweislasten im Überstundenprozess. Grundsätzlich ist damit jetzt erstmal Klarheit geschaffen worden. Arbeitgeber können aufatmen und müssen nicht befürchten, dass jetzt ein Überstundenprozess nacheinander geführt wird. Aber, und das sollte man auch im Hinterkopf haben, Deutschland wurde verpflichtet, hier tätig zu werden. Das Urteil ist mittlerweile 3 Jahre her. Ich habe es mir in der Vorbereitung nochmal angeguckt. Im Koalitionsvertrag ist es erwähnt, aber es gibt hier noch keine aktuellen Entwicklungen. Es ist aber damit zu rechnen, dass irgendwann sich die Bundesregierung damit auseinandersetzen wird und sie als Arbeitgeber dazu verpflichten wird, ein solches Arbeitszeiterfassungssystem, wie auch immer das dann ausgestaltet sein wird, zu implementieren. Aktuell gibt es dazu noch nichts, sodass man hier auch noch nichts machen muss, weil man weiß ja auch gar nicht, was.
Aber sobald dann diese Regelung da ist, müssen Sie zwingend tätig werden, denn dann könnte sich tatsächlich die Darlegungs- und Beweislast im Überstundenprozess verschieben zu Ihren Lasten. Und dann könnten Arbeitnehmer mitunter tatsächlich einfacher Überstundenabgeltung einfordern. Wie kann man Überstunden noch begrenzen? Also einmal macht das schon automatisch die Verjährung. Überstunden, die innerhalb der dreijährigen regelmäßigen Verjährungsfrist nicht geltend gemacht werden, die verjähren, / verfallen. Und dann können Sie auch, und hier kommen wir nochmal abschließend auf Ihren Arbeitsvertrag zurück, Sie sollten in Ihrem Arbeitsvertrag eigentlich eine Ausschlussklausel, eine Ausschlussfrist vereinbaren, nämlich dass alle Ansprüche wechselseitig beispielsweise innerhalb von 3 Monaten geltend gemacht werden müssen. Hierunter würden dann auch Überstundenansprüche oder Überstundenabgeltungsansprüche fallen. Und wenn die nicht geltend gemacht werden innerhalb entsprechender Fristen, dann verfallen die automatisch innerhalb dieser relativ kurzen Frist von 3 Monaten. Das kann man machen. Hier muss man aber auch bedenken, dass die rechtssicher formuliert sein muss. Da gibt es manche Ausnahmen. Wenn man die nicht bedenkt, ist die Klausel unwirksam. Aber hier haben wir halt nochmal die Möglichkeit, das Risiko zu minimieren. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Vortrags und haben fast eine Punktlandung geschafft. Genau, ja. Wir sind durch. Ich weiß nicht, Max, sind da noch Fragen aufgekommen, die wir noch besprechen sollen? Ja, wir haben noch Fragen. Ich hätte die sonst im Nachgang auch schriftlich beantwortet. Wir wissen ja, wer gefragt hat. Aber ja, weil wir jetzt schon durch sind, können wir ja noch die Fragen eben machen. Wer noch Lust hat, kann noch zuhören. Wer nicht, würde ich schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen sagen. Wir gehen jetzt noch mal auf ein paar Fragen ein. Vielleicht kommen ja noch ein paar nach im Nachgang. Die können wir ja noch mal eben besprechen. Also, hier wird noch mal gefragt, es gelten immer noch Kalendermonate und nicht Zeitmonate bezüglich Abzug bei Elternzeit. Also ich kenne das so, dass hier wohl gefragt wird, ja, wenn einer jetzt 1 Monat in Elternzeit geht, kann ich dann für 1 Monat Elternzeit für also 1/12 Urlaub kürzen? Du bist ja, Bürger, ein großer Fan der männlichen Elternzeit. Ja, du gehst regelmäßig in Elternzeit. Ich freue mich regelmäßig, und zwar regelmäßig immer genau 1 Monat, und zwar immer vom 15. bis zum 14. oder so ähnlich. Jedenfalls, habe ich dir jemals schon mal Urlaub kürzen können? Nein, das hast du nicht, denn... Warum nicht? Weil du das nicht durftest. Weil es sind einfach die vollen Kalendermonate, die eben dann zur Kürzung berechtigen im Rahmen der Elternzeit. Du hast es angesprochen, der Vater, meist ist es der Vater, wenn der eben seine 2 Monate nehmen möchte und dort eben dann auch Elterngeld zu bekommen, muss er quasi den Lebensmonat des Kindes nehmen. Das heißt, er kann gar nicht, wenn er nicht auf Geld verzichten möchte, vom ersten bis zum vollen Monat, also Monatsablauf in Elternzeit gehen. Wenn er das tut, bekommt er kein Elterngeld. Und deshalb ist es in der Regel bei den Kindern, die nicht gerade am ersten geboren werden, eines jeden Monats eben so, dass bei den Vätern oder bei den Männern oder bei den Familienangehörigen, die eben dann nicht längere Zeit oder Elternzeit nehmen, eben nicht gekürzt werden kann, weil das Gesetz tatsächlich eben vorsieht, dass eben nur der volle Kalendermonat erreicht sein muss, wenn eine Kürzung erfolgen soll. Aber bei den Frauen ist es ja dann auch so, der erste Monat ist ja dann auch meistens so vom 7. bis zum, also da kann ja auch nicht gekürzt werden, und die Elternzeit geht ja dann auch bis wiederum bis zum 6. oder so, da kann auch nicht gekürzt werden. Aber ja, 2 Monate Verlust. Ja, wenn wir im Verlust drin sind. Aber eben da ist ja in der Regel meist 12 Monate auf jeden Fall beginnt, ne, mit Geburt, und da müssen wir auch gucken, da ist ja noch Anrechnung von Eltern, Mutterschutz. Aber da können Sie dann tatsächlich kürzen, aber natürlich wieder nicht die Monate, ne, die eben nicht voll genommen worden sind. Okay. Also, ein Einschub, wir hatten ja die Frage, wie ist das bei dem Beschäftigungsverbot, und ein Blick ins Gesetz erhöht ja manchmal die Rechtskenntnis. Das Mutterschutzgesetz sieht in § 24 vor, dass die Zeiten, in denen eben kein Urlaub genommen werden kann, während des Beschäftigungsverbotes eben ganz normal als Beschäftigungszeit gelten, und damit Urlaubsrecht ist eben beschäftigungszeitabhängig, fällt der Urlaubsanspruch beim Arbeitnehmer an, und der wird nicht gekürzt oder kann da weggenommen werden. Also der ist dann entsprechend da, und der wird dann auch nach einer möglichen Elternzeit, kann der noch genommen werden. Na, das steht explizit drin.
Ja, das habe ich auch noch schnell gesehen. Kann ich verfallen und läuft ganz normal, wie wenn man arbeitet. So halt das Beschäftigungsverbot, das muss man so hinnehmen. Dann haben wir hier noch eine Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie wirklich verstehe. Auch der Urlaubsanspruch für schon begonnene Elternzeit aus den Vorjahren, Monaten, kann noch ausgeschlossen werden durch Hinweis bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Also hast du die verstanden? Und dann Variante 1 und Variante 2 hast du gelesen, ne? Habe ich nicht gelesen. Okay. Variante 1, noch aktuell in Elternzeit, also es betrifft einen Mitarbeiter, der aktuell noch in Elternzeit ist. Und die Variante 2, der ist jetzt schon wieder im Unternehmen zurück, Elternzeit vorbei. Okay, dann kriegst du das, dann schalte ich dich auf. So, du bist scharf. Vielen Dank für die Frage erstmal. Also grundsätzlich ist es so, Sie können die Kürzungserklärung so lange erklären, bis das Arbeitsverhältnis noch besteht und der Urlaub noch nicht gewährt wurde. Also, falls Sie diesem Arbeitnehmer noch kein oder diesen Urlaub, den er da in der Elternzeit erdient hat, noch nicht gewährt haben, der also auch tatsächlich noch auf der Uhr ist, und das Beschäftigungsverhältnis, das ist ja so, das besteht aktuell noch, dann können Sie das noch kürzen. Sollten Sie auch tun. Gut, ich habe hier nichts mehr. Willst du Tschüss sagen? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das macht man so am Ende des Seminars. Und dann, falls Sie noch andere Fragen haben, melden Sie sich immer gerne. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf jede Frage, die wir beantworten können. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an Sie da draußen, an den Bildschirm. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns demnächst vielleicht auch in Präsenz endlich wieder sehen können. Ist doch was anderes, als wenn man hier in die Kamera spricht. Einfach mehr Resonanz und mit Ihnen auch kommuniziert. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen da sind, ich denke, das haben wir gesagt, dann erreichen Sie uns immer. Bis dahin, auf Wiedersehen.